Hallo, der Podcast ist wieder da. Der einzig wahre Podcast. Der St. Pauli Podcast. Kann das sein, dass das einer mit Absicht gemacht hat, dass er das Podcast genannt hat, damit die Leute immer so rumpoppen beim Sprechen? Pop-Podcaster. Willkommen. Wir sind an einem Freitagabend am Schreibtisch von Günther Mast heißen wir euch willkommen. Markus und ich, Gerig, euer Host. Hallo, guten Abend. Ja, wir haben morgen spielt der FC St. Pauli gegen den Jahn aus Regensburg in Regensburg. Und ich habe wirklich bis heute Nachmittag noch überlegt, ob ich mir eine Karte kaufe und dahin fahre. Markus. Ja, da habe ich gesagt, du bist ein Kölner. Du wünschst dir das immer, aber machst es nicht. Ich wünsche mir das und mach das dann nicht. Ja. Ich war abgeschreckt von dem langen Dahinfahren. Wie lange fährt man nach Regensburg? Was meinst du? 7 Stunden? Ich war bis Ingolstadt und dann geht es dann nochmal irgendwie 1-2 Stationen weiter. Und ich würde sagen, das ist schon eine lange Reise. Ja, ne? Und da merkst du, wir sind älter geworden. Sonst sind wir immer gerne mal auswärts gefahren. Ja, aber jetzt nicht. Aber jetzt ist ja auch Corona. Jetzt ist das auch nicht so schön in der Wirtschaft sitzen. Ich bin, jetzt machen wir ja Crossover, ich steige direkt ein. Ich fahre morgen nach Dänemark, ins Land der Freiheit. Und also Corona hin, Corona her. Also das ist nicht der Grund, dass ich jetzt nicht ins Auswärts fahre. Also es ist eher die Rahmenbedingungen, dass es halt unangenehm ist, aber jetzt nicht aus, dass ich die Reise grundsätzlich für problematisch halte. Naja, wir fahren ja regelmäßig auswärts, aber dann auch nach Odense und so. Ja, sag da könnten wir auch mal nach Regensburg fahren. Ja, aber da musst du mit Maske fahren und nach Odense brauchst du keine Maske. Das stimmt. Und ich wäre ja heute Abend nach Wuppertal gefahren und, nee, Quatsch, Unsinn, ich wäre in die Kölner Südstadt gefahren, so rum. Da spielt nämlich der Wuppertaler SV heute Abend. Großes Heimspiel. Nicht nur Kickers Offenbach spielt gegen Rot-Weiß Koblenz. Heute ist die Nacht der heißen Derbys in der Regionalliga. Es spielt auch Fortuna Köln gegen den Wuppertaler SV, der Tabellenvierte gegen den Tabellendritten. Die Fortuna. Ja, und das geht hier, dank Sport Total kann man das hier live beobachten im Streaming. Und das geht jetzt schon die ersten 8 Minuten total ab, weil beide Mannschaften müssen gewinnen, wenn sie eine theoretische Chance gegen Preußen Münster oder Rot-Weiß Essen haben wollen. Und du siehst, ich bin auch nicht nach Köln gefahren. Ich bin am Freitagabend hier in Hamburg geblieben. Es ist keine Reisezeit. Das Wetter ist garstig. Und da bleibt man doch lieber zu Hause vom warmen Ofen. Und macht Podcast. Ja, wenn ihr also während des Podcasts merkt, dass der Willi Willnauer, der Markus Willnauer, dass der so ein bisschen abschweift oder eine Minute braucht, bis er mal eine Frage verstanden hat, dann liegt das daran, dass die Fortuna spielt. Aber wir fanden das eigentlich ganz schön. Wir machen uns einen schönen Freitagabend, haben hier Fußball an. Zurzeit ja, wir führt haben auch, Kiel gerade 2-0. Wir haben ja alles da. Wir haben ja gerade auch Sky da. Ich habe ja seit dem Derby, wo ich gezwungenermaßen mir ein Sky-Abo zulegen musste. Seit der Zeit spielt, vielleicht liegt es daran, dass ich dieses Sky-Abo abonniert habe für einen Monat, das wir dauernd verlieren gerade. Aber jetzt kann man es noch zum 21. Februar ausnutzen. Und heute Abend spielt Aue gegen Kiel. Kiel führt 2-0. Das sieht sehr schlecht aus für Aue, ne? Für Sören Gonter. Sören Gonter übrigens auch ein Eigentor geschossen. Ja, also echt. Und es hält sich alles in Grenzen bei mir, wenn ich den Typen sehe. Ja, ich weiß ja, was du über ihn hältst. Du musst nicht immer deine Meinung dann zu negativ über Meinung. Leute. Ist das kein Meinungspodcast? Das ist ein Meinungspodcast. Es ist ein Sechs-Paulianer-Spieler, also hat er Respekt bei mir. So, und das Zweite, 1-0 hat hier unser alter Stürmer Finn Bartels geschossen. Der alte Mann hat seinen Vertrag, also alter Mann mit 35, verlängert.
Der trifft also auch noch und weiß, wo die Kiste steht. Tolles Tor. Ja, und sieht so aus, als ob jetzt Aue nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Regionalliga gehen wird, wenn kein Wunder geschieht. Ja, den letzten Punkt haben sie, glaube ich, gegen uns geholt. Oder beinahe Sieg. Aber wie gesagt, mal schauen. Hinten ist die Ente fett. Und natürlich Bremen spielt noch gegen 0-0. 0-0 steht es hier. Oh, da ist gerade das Tor gefallen. Nein, auch ein ehemaliger St. Paulianer. Das ist aber jemand, den mag ich ja, was heißt, den mag ich auch nicht so richtig, aber das ist Marvin Duksch. Marvin Duksch macht das 1-0 in Rostock. Findet man das jetzt gut oder schlecht? Ach. Ich ärgere mich gerade, weil Bremen ist Aufstiegskandidat, Konkurrent. Kann mich gar nicht freuen. Ja, bei Marvin Duksch bin ich ja immer sozusagen das irgendwie ambivalent unterwegs, weil Marvin Duksch ist für mich die stete Erinnerung daran, dass man einen Menschen, einen Profifußballer eben nicht nur so nach dem bewerten darf, was man so von ihm so mitkriegt. Und gerade bei Marvin Duksch habe ich so das Gefühl, dass wir ihm bei St. Pauli sehr, 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 sehr Unrecht getan haben. Das hatte ich schon mal in einem Podcast erzählt, dass nämlich die Leute, die ich in Strande kenne, die sehr bei Kiel aktiv sind, die reden halt ganz anders von dem, als wir in Anführungsstrichen von dem reden. Und auch du, Markus, bist einer derjenigen, die mir da Zweifel in meinen Vorurteil, und ich bin ja jemand, der hat schnell eine Meinung und schnell ein Vorurteil parat. Du bist ja auch jemand, der mir das erzählt hat, zum Beispiel, dass du warst auf einer Demo nach dem Spiel und da waren Jan-Philipp Kaller, von dem man das erwarten würde. Das war keine Demo, das war was ganz anderes. Das war damals als war das nicht nein, das war 2015 als die der Gedenktag. War das der Gedenktag? Nein, nee. Es gab einfach was ganz Unspektakuläres. Da hatte der Verein gedacht, Mensch, wir müssen mal was für die Migranten im Viertel tun und hat einen freien Tag gemacht, wo die ganzen Abteilungen sich präsentieren durften und Boxabteilungen und Schachabteilungen. Ach, das war das, ja. Bewegungen und so weiter. Und ich musste für das Triathlon dahin gehen und dann ein paar Bewegungsspiele gemacht. Und ja, da waren die einzigen Profis, die dann da waren, waren Jan-Philipp Kaller und Marvin. Duksch. Marvin. Oh. Auch Marvin, ne? Du hast es you said Marvin. My well, then fine. Und wie gesagt, mein Gott, das sind junge Leute und der war damals total jung, der war ja gerade erst 19 damals und jetzt inzwischen, das ist so 6 Jahre her, 7 Jahre. Ja, und von daher eine ganze Menge los. Hast du eigentlich mitbekommen, wen sich Düsseldorf geangelt hat für den Abstiegskampf? Da war doch was, also sag mal. Daniel Ginczek. Nein, das wusste ich nicht. Ja, von Wolfsburg. Das heißt also sehr Ginczek, Idi Amin, sehr viel St. Pauli hier unterwegs in der zweiten Liga. Und das ist sehr, sehr spannend. Also Erik fragt mich gerade, warum ich eine Zigarre rauche. Und weil ich auch sonst manchmal nur mit Pfeife sitze und manchmal sehr oft mit gar nichts. Aber ich bin so ein Mensch, ich kaufe gerne abends auf der Couch ein. Das mache ich auch. Aber ich kaufe Jogginghosen und sowas. Genau. Und Bücher, die ich dann nicht lese. Und es gibt sehr feine Shops für Rauchwaren, jeglicher Art. Und wenn man so ein Faible hat für Pfeifenkultur, dann sind da immer dann auch Rum dabei und Zigarren und sonst was. Und frag mich nicht, warum. Irgendwie kam ich dann da drauf, ich muss mal wieder meine Zigarre mir mal anschauen. Und dann habe ich mir bei einem Pfeifenladen in München hier, was sind das denn hier? Das sind hier Puros La Vega. Heißt die heißen Puros La Vega Churchill, die Größe. Churchill, Hecho a Mano, also irgendwie Hecho a Mano, ne? Repubblica Dominicana, also der Dominikanischen Republik. Und ja, würde ich wieder mal einfach mal machen, so aus Nostalgiegründen. Ich habe ja tatsächlich seit Gott. Weiß ich gar nicht. Seit 1999 nicht mehr nur Tabak geraucht. Und eine Ausnahme habe ich gemacht in den 23 Jahren. Und das war, als wir im Urlaub auf der Dominikanischen Republik waren. Und, du warst in der Dominikanischen Republik im Urlaub? Erzähl mal. Und waren da waren wir, es ist irgendwie 6 Jahre her oder so. Und dann sind wir da hingeflogen
und waren in so einer gated Community. Das ist ja das Problem auf der Dominikanischen Republik oder eigentlich, ja, vor allem dort. Du kommst als Tourist, auch weil es nicht ganz ungefährlich ist, da irgendwie so privat zu reisen, kommst du so pauschalmäßig am Flughafen an. Da gibt es dann komischerweise so Hula-Hula-Blumengestecke, wo du denkst, okay, das war das nicht woanders eigentlich? Aber auf jeden Fall gibt's, denn das sind fast nur Amerikaner da und du als Deutscher kommst schon und denkst so, okay, alles klar, das sind hier die Balearen der USA, auf denen du gerade angekommen bist. Und genauso ist das auch. Also du kommst dann in so ein Resort, das ist wirklich alles Karibik, ist doch alles ganz toll, aber du hast da, und ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein bisschen Fremdelei. Du hast da ein italienisches Restaurant, ein asiatisches Restaurant und ein kreolisches Restaurant und das hat irgendwie Vollpension. Und ja, von Land und Leuten bekommst du eigentlich so gut wie nichts mit. Und da hatten wir das große Glück, dass wir einen sehr netten Reiseleiter hatten, der Schwabe war, halb Schwabe, halb Dominikaner, Javier, dem ich übrigens immer noch auf Instagram folge, was ich sehr lustig finde. Und irgendwann, letztes Jahr habe ich ihn mal angepingt und weil er liked meine Sachen und ich like seine und ab und an kommentieren wir mal. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er überhaupt noch weiß, wer ich bin. Und dann hat er gesagt, ja, na klar, weiß ich noch, wer du bist, weil wir wohl auch Touris waren, die so ein bisschen anders reagiert haben. Auf jeden Fall haben wir ihn nach Gelegenheiten gefragt, mal das Land kennenzulernen. Und dann hat er so seine Touren präsentiert, von denen wir auch eine gemacht haben. Aber eigentlich war das nicht das, was wir wollten. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe am Sonntag frei. Da könnte ich euch eine Privattour machen und euch meine Heimatstadt zeigen. Und dann sind wir in die größte Kathedrale oder die einzige Kathedrale auf dem amerikanischen Kontinent gefahren. Es ist ja Wahnsinn. Das ist also nicht nur Köln hat eine große Kathedrale, die Dominikanische Republik auch. Die Dominikanische Republik hat eine Kathedrale und zwar ist die, da wäre ich natürlich, und deswegen weiß ich das auch noch so ganz genau, weil da wäre ich ja natürlich nie hingekommen, wenn der uns nicht da seine Heimatstadt gezeigt hätte. Und diese Kathedrale ist von den Architekten gebaut, die auch den Pariser Flughafen gebaut haben. Das heißt, die ist in den späten 60ern, Anfang 70er Jahren gebaut. Das heißt also Vollbeton. Geil. Du gehst da rein und hast das Gefühl, du bist in einem Alien-Raumschiff. Ja. Das ist ein echtes Raumschiff. Und dann sozusagen ist da zwischen diesen Kampfstern Galactica Brutalo-Betonbauten sind denn da die Ikonen und die Heilige Maria und irgendwelche Wunderstellen, weil die Kathedrale ist an einem Ort gebaut, wo lustigerweise ein Busch gebrannt hat. Mhm. Das gab es also nicht nur am Mount Sinai oder wo das, ich bin jetzt nicht so firm, da kannst du mich natürlich. Sag doch einfach, in der Bibel hat es gebrannt. In der Bibel hat es gebrannt und zwar im Nahen Osten und es hat aber auch nochmal gebrannt und zwar in der Karibik. Unter anderem nämlich an diesem Ort und wo quasi der Flughafen als Kathedrale gebaut ist. Ich fand diese Geschichte so toll. Das ist eh der Wahnsinn, wenn man bedenkt, was damals in den 60er Jahren ne, so gebaut worden ist. Ich war mal in Brasilia und da ist ja Oskar Niemeyer, hat das ja Brasilia konstruiert und da gibt es ja auch so eine schöne Kathedrale, den kommt so ähnliche Art. Deine klingt noch abgefahrener. Und wie modern das damals war, dass man ganze Städte und Sachen einfach gemacht hat, das wäre ja heute undenkbar. Heute ist ja alles normiert und praktisch und ja, die Moderne, jetzt die Postmoderne oder wo wir sind ja jetzt in der Postmoderne, ich weiß gar nicht, wie nennt man das gerade, die Zeit. Und vieles, was wir haben, ist ja Kritik an der Moderne oder Zweifel an der Moderne. Und ich finde das toll, dass man noch solche Bauten hat. Und ich bin auf Facebook zu einer Gruppe, da gibt es so
Ja, aber da sehr viele Osteuropäer und da werden immer die ganzen, wie du sagst, Brutalbetonbauten dann geteilt, die auch im Sozialismus gebaut worden sind. Und das waren schon ziemlich geile Entwürfe. Ne? Die haben auch heute noch, wenn du die siehst, so echt so ihre Faszination. Es ist ja auch komisch, was das mit einem macht. Also die Leute, die das jetzt hören, die müssen das ja natürlich entweder googeln oder sie müssen sich jetzt das vorstellen. Erinnerst du dich noch an das Frappant in der neuen Großen Bergstraße? Ja, das Frappant, ja. Da, wo jetzt Ikea steht, wo auch ich mich... Wo ich eines der geilsten Konzerte übrigens erlebt habe in meinem Leben, aber das ist eine andere Geschichte. Hafenklang, weil er, glaube ich, zeitweise... Genau, genau. Aber das ist eine andere Geschichte, wollen wir uns die Leute nicht mit langweilen. Aber das Frappant, ja, genau. Das war auch so ein bisschen modern, ne? Das war ja auch 60er oder frühe 70er Jahre, das war ja irgendwie reiner Stahlbeton, den man im Grunde genommen auch als Bunker hätte benutzen können. Die hatten wahrscheinlich noch Kapazitäten übrig. Und das war in den 80er und 90er Jahren, konntest du dir einfach nicht vorstellen, dass du das mal erhaltenswürdig finden würdest. Aber als dann Ikea mit seiner Idee kam, da irgendwie seine Blechhütte mit zwei Parkdecks oben drauf zu bauen, da hat man plötzlich angefangen zu sagen, naja, so schlimm ist das gar nicht. Und ich weiß noch den Moment, wo ich zu mir gesagt habe, ach, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, das sieht eigentlich sogar so brutalo 70er Jahre irgendwie, das hat irgendwie was. Und das hat auch irgendwie was, was erhaltenswert ist. Und so ging mir das eben mit dieser Kathedrale auch. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob die uns zuhören, jemals am Flughafen Paris Charles de Gaulle waren, aber das ist ja auch so abgefahren, das ist ja auch reiner Stahlbeton, da müssen ja hunderttausende Tonnen von Beton gerührt worden sein, und das ist eben in dieser Kathedrale auch so, das macht unglaublich, also es macht auch was mit dir und das macht natürlich auch was im Gegensatz zu den Kathedralen, die man so in Europa findet aus früheren Jahrhunderten, weil ja, und das ist ja das Lustige, weil der Zweck, und vielleicht kriegen wir ja sogar den Bogen zu sowas wie einem Stadion und dem FC St. Pauli hin, weil der Zweck, sozusagen ein heiliger Ort zu sein, der ist ja der gleiche, ob du jetzt im Petersdom in Rom bist oder du bist eben in dieser Kathedrale in der Karibik, sozusagen der Geist, mit dem dieses Gebäude befüllt werden soll, ist ja genau der gleiche und trotzdem wieder nicht der gleiche. Also das wirkt einfach ganz anders, wenn du da an der Stelle bist, wo in der Karibik der Busch gebrannt hat. So, aber das die uns bis hierher zugehört haben, merken, wir haben echt einen Freestyle-Podcast heute. Wir kommen vom 100. Ja, wir haben eigentlich einen Fußball-Podcast. Ich muss nochmal ein bisschen wiederholen. Wir schauen ja gerade parallel nebenan drei Spiele. Oh, ich sehe FOR 1, WS2, WSV 0. Ja, Fortuna Köln hat inzwischen das 1-0 gegen den Wuppertaler SV erzielt in der, weiß ich nicht, 22. Minute. Und da geht es ganz schön ab hier. Also ein super Regionalligaspiel. Und in der zweiten Liga steht es inzwischen 2-0 für Kiel bei Aue und weiterhin 1-0. 1-0, glaube ich, für Werder in Rostock. So sieht das aus. Ja, so sieht das aus. Von daher haben wir schon so ein bisschen Fußball-Podcast-Stimmung hier. Aber des Weiteren andere Themen haben wir ja dann auch noch eine ganze Menge. Haben wir die überhaupt? Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel über das Spiel gegen Jahn Regensburg sprechen und diese merkwürdige Anspruchshaltung, die nicht nur die Medien, sondern gefühlt auch die Fanschaft jetzt an diese Mannschaft des FC St. Pauli hat. So nach dem Motto, und jetzt zitiere ich mal Schulle, jetzt bügelt mal die Delle aus, jetzt gewinnt mal wieder, kommt wieder zurück in die Spur. Ja, das ist schon so, die Anspruchshaltung oder die Haltung, dass man jetzt sagt, man ist Spitzenreiter und wenn man nicht jeden Gegner wegbügelt, dann ist man eine große Krise. Meine, früher waren so Phasen, wie wir jetzt sie haben, vollkommen normal. Also wir haben jetzt praktisch aus 4 Spielen 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das ist ja äußerst normal für St. Pauli und das gegen starke Gegner. Wir haben ja auch jetzt im Grunde
Das Spiel in Kiel fand ich schlecht, aber die anderen Spiele waren jetzt ja nicht gut. Aue war nicht vielleicht die erste Halbzeit gut, aber so richtig grottenschlecht waren wir ja auch nicht. Und ja, und das wird das jetzt als Beleidigung genommen. Ich habe ja gesagt, wir haben jetzt hier einen Endspurt. Im letzten Drittel der Saison sind 6 Mannschaften da oben. 3 Mannschaften dürften eigentlich nicht teilnehmen, weil sie wettbewerbsverzehrende Finanzen haben. Das ist Schalke, Bremen, der HSV. Da brauche ich mich sowieso nicht damit zu vergleichen, so wie die Wirtschaften oder vom der DFL gepampert werden. So, die müssten eigentlich aufsteigen bei dem Kader, den die haben. Und bei uns merkst du halt schon so, wenn unsere besten Spieler nicht da sind, dann sind wir eben vielleicht dann gut, aber nicht mehr sehr gut. Ne? Wenn wir nicht 110% geben, sondern nur 80-90%. Und jetzt sind wir mit Heidenheim, Darmstadt und wir sind oben. Und ja, guck dir Darmstadt an, die empfangen den HSV als Spitzenreiter und gehen dann mit 0-5 Baden zu Hause. Mei, was wäre denn bei uns los gewesen? Du meinst Darmstadt. Darmstadt meine ich ja, die Lien. Habe ich nicht Darmstadt gesagt? Das Heidenheim gesagt. Aber das meine ich. Darmstadt, ja. Gut. Und du kannst die zweite Liga gerade, kann jeder jeden schlagen. Und jetzt haben Schalke, Bremen, der HSV haben einen Lauf, aber nur 2 können direkt aufsteigen. Der dritte Fragezeichen. Und ich glaube, die werden alle 3 noch Druck kriegen. Und wir, also das habe ich auch Oliver gesagt, nach dem Sieg, den sie jetzt hatten in Darmstadt, dass sie jetzt der Top-Aufstiegsfavorit sind. Und er hat gesagt, nein, niemals, aber das wird kommen. Also wir müssen nicht aufsteigen, wir haben da vielleicht auch gar nichts zu suchen in der Bundesliga. Der Druck wird dann kommen auf diese 3 gefühlten Bundesligisten. Und da kann Darmstadt, St. Pauli und Heidenheim entspannt eigentlich schauen. Und Heidenheim, guck mal, Frank Schmidt, der war ja schon in der Relegation vor 2 Jahren. Ja. Oder 3 Jahren gegen Bremen. Die sind vielleicht der Geheimfavorit, weil die ja so stressresistent sind. Die kennen das Ganze ja schon. Ne? Und ehrlich gesagt fragt man sich, was machen die da oben? Wie kommen die da hin? Die punkten. Immer so, plötzlich sind die irgendwie Tabellenvierter, Fünfter. Da legt der Frank seinen Kopf schräg. Das Superhirn und dann läuft's. Er riecht sich ein bisschen auf in der Halbzeit und dann wissen die Leute auch, okay, wenn ich weiter hier gemütlich, ich habe jetzt hier ein Eigenheim in Heidenheim, und ich habe einen Bausparvertrag und bin in die Feuerwehr eingetreten. Ich möchte hier auch nicht mehr weg. Ja, das sind das, im Grunde ist das ganz große Fußballromantik, dass wir jetzt 3 Zweitliga-Top-Teams gegen 3 Insolvenzteams da oben haben und ich finde das sehr, sehr spannend und ich freue mich über jeden Punkt. Deswegen auch gerade das Einzel von Bremen, das Stuttgart gegen Rostock, da freue ich mich eigentlich gar nicht so richtig drüber, auch wenn es gegen die doofen Rostocker geht, weil ich mir echt so denke, die Bremer mit, was soll das? Es ist ja alles auf Pump. Ja, ich hätte ehrlich gesagt auch gehofft, dass die in Rostock federn lassen. Vielleicht wird es da noch was. Warte mal, wir werden gerade nicht. Da sind übrigens gerade 2 Bälle auf dem Platz, hätte ich gedacht. Aber das ist deine Maus. Das ist deine Maus. Meine Maus ist das. Und das Ding ist eigentlich, wir sind ja hier. Oh, da ist gerade, glaube ich, das 2-0 gefallen. Oh nein, jetzt kommt. Leute, das geht doch echt nicht. Jedes Mal, jetzt kommt der Füllkrug, war das, ne? Ist das Füllkrug? Die Visage da? Wahrscheinlich. Das ist Füllkrug, ne? Ja. 2-0 für Bremen jetzt, ne? Oh, Hansa geht baden. Wir haben auch einen St. Pauli-Spieler bei Rostock dabei, ne? Ja, natürlich. Verhug. Verhug ist dabei und Dexter Bahn. Dexter Bahn, genau. Und Verhug. 2 St. Pauli-Spieler. Und Dux. Ich sag dir, überall St. Pauli-Spieler. Ja, das ist ja also gerade. Ich finde ja immer ganz lustig. Wir hatten ja über Finn Bartels gesprochen und Kiel. Und wir waren ja letzte Woche bei Altona 93 beim historischen Heimsieg gegen den SHSV aus Heide. Da können wir ja was zu erzählen. Ne? Da können wir was drüber erzählen, zumal auch ganz lustig ist, apropos, ich habe 5 Warnungen in der Corona-Warn-App und 4 haben mit St. Pauli zu tun und eine mit Altona 93. Ja, da waren wir ja auch zusammen. Ne? Du hast eine Warnung von mir, ich habe eine Warnung von dir. Ja, wohl, wir sind ja die Negativ-Foskis. Weiß man das? Ja, ich weiß das, ich bin negativ. Ich weiß das. Immer. Ich bin ja auch hier negativ im Podcast die ganze Zeit, total negativ. Mhm. Ja. Ja. Aber Finn Bartels hätte ich auch gedacht, also wenn ich jetzt, ich spiele ja kein Lotto, aber wenn ich jetzt Lotto spielen würde und hätte jetzt 30 Millionen Euro gewonnen, dann hätte ich, glaube ich, versucht, Finn Bartels auf seine alten Tage nochmal zu Altona 93 zu lotsen und da den Klassenerhalt sicher zu machen. Und Ottensen einfach in Grund und Boden zu schießen. Ja,
Da haben wir doch jetzt Tonja Ottensen. Das ist inzwischen die Nummer 1 in Ottensen. Ja, aber das ist quasi das Hoffenheim des Hamburger Regionalliga-Fußballs. Also das ist, nee, gar nicht Hoffenheim, weil Hoffenheim ist ja als Gegend nicht cool, obwohl ich tue den Hoffenheimer wahrscheinlich so viel Unrecht, wie ich den Winsen Luhener immer Unrecht tue. Teutonia ist das Union Berlin. Genau, das Union Berlin von des Hamburger Regionalliga-Fußballs. Also irgendwie sich an den an russischen Oligarchen verkauft und jetzt irgendwie von hinten versuchen, den Markt auf. Und dann auch mit so einer geliehenen Coolheit. Das ist das Problem von Ottensen grundsätzlich. Ja, aber das ist so eine geliehene Coolheit. Ich habe ja gar nichts gegen Teutonia, ich gehe da auch hin. Nein, wir waren bei Altona und das war wieder so, das war ein Nachholspiel gegen den Heider SV, den kleinen HSV. Das war ein Spiel irgendwie aus Ende November, Anfang Dezember, als dann überhaupt nicht mehr gespielt werden konnte auf der AJK, der Jägerkampfbahn, weil da immer alles feucht und nass ist. Und jetzt haben sie es gemacht, das ist Wahnsinn. Ne? Und nachdem 3-4 Tage vorher war ich schon mal ein Spiel dort gegen Rochtersen, wo 0-0 gespielt wurde. Und auf dem Acker hat man jetzt eben nochmal gespielt. Und wir haben dann einen historischen Sieg erlebt mit 3-2. Ich glaube, das war der erste Sieg von Altona seit gefühlt über einem Jahr. Oder auch zu Hause irgendwie seit 3 Jahren wieder mal gewonnen. Also das war schon eine tolle Sache. Und obwohl es so kalt war, es war richtig kalt. Es war klamm, es war abends, es war echt klamm, es war nicht schön, da zu stehen. Es war Fußballromantik pur. Es war aber echter Fußball und auch der, den wir uns angucken würden, wenn es den FC St. Pauli nicht gäbe. Oder, nö, stimmt ja gar nicht, wir machen es ja trotzdem. Oh, Aue hat ein Tor geschossen. Aber das sah irgendwie sehr komisch aus, jetzt gerade, muss ich sagen. Also ihr seht das natürlich nicht, weil wir ja nichts zeigen können. Ich find die Auer, die freuen sich jetzt, weil man, ich glaube, die sind froh darüber, dass Helbe sie nicht verprügelt nach dem Spiel. Oder irgendwie nichts zu essen gibt am Spiel oder sowas. Der sperrt die wahrscheinlich in der Dusche ein. Der sperrt die in der Dusche ein, wenn sie bei kalt Wasser. Wenn sie heute verlieren, deswegen sind die ganz glücklich. Oh ja, das war aber ein schönes Tor. Ja, ja. Ja, siehst du, Auer, ne? Auch nicht so. Ja, vor allem, die sind einmal vorne und da passt nochmal einmal nicht auf, knick, knack. Ja. Und das haben die bei uns ja auch gemacht. Also ja. Der Konter, der zum 1-0 geführt hat, ich glaube, das war in der ersten Viertelstunde sogar, ne? Also ganz am Anfang des Spiels, also das Bilderbuch, wo hat, ich glaube, Pacarada hat den Zweikampf verloren auf der linken Seite, ganz weit vorne, in der Mitte der Hälfte von Aue. Und normalerweise würde man sagen, okay, da ist noch so viel Platz zum Verteidigen und wir waren ja auch nicht zu wenige. Also ich glaube, es war 2-2 und trotzdem war der einfach super schön herausgespielt und Knick-Knack-Tor und was können die halt. Finde ich auch gut. Wir sind ja alle nicht so die Riesenfreunde der Ostvereine, aber bei Aue mache ich, also zumindest im Verein Aue, mache ich ihm eine Ausnahme. Ja, deswegen geht das ja spannend hin und her und her und hin und hin und her. Ja, und vor allem, es schneit da. Guck mal, es ist richtig wie Sibirien, wirkt das dort in Aue. Das ist richtig der Osten schon. Der tiefste Gebirge, im Erzgebirge. Boah, da fröstelt es einen schon, wenn man da zuschaut. Mein lieber Mann. Ja. Ja. Wohingegen Ole Werner, ich glaube, den 7. Sieg in Folge einführt, oder den 8. Der hat ja alles gewonnen, seitdem er bei Bremen coacht. Ja, da gibt es ja zwei Meinungen. Ich habe jemanden, der sich in Bremen auskennt, gefragt, ob das an Ole Werner liegt oder ob das, und er meinte, nö, er hätte eher das Gefühl, das liegt daran, dass die haben halt ein halbes Jahr gebraucht, sich einzuspielen und jetzt sind sie eingespielt. Ja, aber trotzdem, seitdem der da ist, der hat die richtige Ansprache für die Mannschaften, das läuft. Der Markus Anfang hat ja auch dann Leute gehabt, manchmal gut, manchmal schlecht gespielt. Es war immer sehr schwankend. Und plötzlich spielen die stabil. Klar spielen die sich besser ein, aber trotzdem, da ist jetzt Zug hinter. Und Ole Werner scheint ja, nachdem er in Kiel ja riesen Erfolg hatte, ja jetzt sein Meisterstück zu machen, wenn er mit Bremen aufsteigt in die Bundesliga. Und dann gehört er zu den großen Nachwuchstrainern und hat dann eigentlich schon mehr erreicht als Kollege auch Werner, Tim Werner? Oder? Nein, der Kollege, der jetzt ein Wolfsburg-Trainer ist.
der eigentlich in seiner ganzen Trainerkarriere nur nie gut war, aber immer hochgejatzt wurde, Kofeld. Kofeld war nie erfolgreich. Der war bei Bremen Amateure nicht erfolgreich. Ich habe es live erlebt. Er war dann bei Bremen nicht erfolgreich. Er ist bei Wolfsburg jetzt nicht erfolgreich. Aber der hat so einen Draht zur Presse, dass immer so ein Kofeld sagt dieses, Kofeld sagt dieses und jenes. Und ja, das ist halt so ein richtiger Medientrainer. Ja, der hat so ein bisschen was so ein Putzibären auch, ne? Ja, und irgendwie. Was Niedliches. Ja, und irgendwie wird er gemocht. Und ich finde das ganz gut, wenn dann so Leute kommen halt wie Ole Werner, der dann wirklich so ein ganz basic-mäßiger Nachwuchstrainer aus Kiel ist, ne? Und der jetzt da Karriere macht. Finde ich gut. Obwohl der ja auch nicht so Qualitäten hat wie jetzt sein Namensvetter beim HSV oder auch der Kollege bei Köln, die ja irgendwie sowas Eruptives haben, ne? Auch sowas das sind nur Moden. Meine, latent Unsympathisches, ja. Das hat er ja gar nicht. Nee, das hat er gar nicht, nee. Aber das ist immer so mit diesen ganzen, ja, wie soll man sie nennen, diesen, wie sagst du schon, eruptiven Trainern. Oh, Bremen ist Tabellenplatz 1 jetzt. Diese eruptiven die Trainer. Die Live-Tabelle. Ja. Hansa macht den Anschluss. 1-2. Guck mal, da freuen wir uns über ein Tor von Hansa Rostock. So, Leute, so tief sind wir gesunken. Wir sind tief gesunken. Wir freuen uns über ein Tor von Hansa Rostock. So tief sind wir gesunken hier. Nur weil wir aufsteigen wollen. Ihr merkt es schon. Thema Aufstieg. Eigentlich könnten wir ja froh sein, dass wir jetzt so ein bisschen einen Dämpfer kriegen, dass wir jetzt nicht mehr so vorne stehen. Aber nein, wir wollen doch einen Grund. Wir wollen aufsteigen, ne? Also ja, aber ja und nein, aber irgendwie schon. Ne? Es gibt etwas, in dem was aufsteigen will. Ne? Ja, es gibt etwas, was ich belohnen will und was auch möchte, dass die Mannschaft sich, oh Gott, ich höre mich an wie Stanislavski, den Bock umstößt und den Reset-Taste drückt und sich belohnt für den Aufwand, den sie vor allem in der ersten Hälfte der wann spielen wir denn? Morgen oder am Sonntag? Morgen 20.30 Uhr und ich gewöhne mich langsam daran, dass wir immer Abend am Samstagabend spielen. Das ist so wie früher in die Stadt fahren. Ja. Du hast einen ganz normalen Tag, stehst spät auf, gehst nochmal irgendwie, was weiß ich, Sport machen oder einkaufen oder so und triffst Freunde. Entschuldigung gerade, in Aue ist der Ausgleich gefallen. Krass. Und gehst dann irgendwie abends zum Fußball oder gehst abends irgendwie in die Kneipe oder gehst abends zu Markus und zu seinem Sky-Abo und guckst dir St. Pauli an. Da könnte ich mich dran gewöhnen, ehrlich gesagt, an Samstagabend Fußball. Ja, finde ich auch nicht so schlecht. Ja, aber warten wir mal ab, was das alles geht. Oh, hier ist nochmal, es wird gerade geprüft. Der Ausgleich von Aue wird geprüft. Noch ist es nicht bestätigt. Solange geprüft wird, gehe ich nochmal ganz kurz um die Ecke. Gut, was machen wir jetzt? Mache ich jetzt eine Pause hier? Ja. So, ich musste mal kurz nachgucken, das Tor zählt. Ja. Bin in den Keller gegangen, habe mir das Video angeguckt. War knapp, aber. So, bevor die Spiele beendet sind, wir kommen jetzt zur Musikecke. Da hat es leider in dieser Woche einen Todesfall gegeben. Bette Davis, eine Soul-Sängerin, aus den ihre Hochzeit Anfang 70er Jahre hatte. Ist verstorben und die hat so Musik gemacht, wo ich mir so denke, ja, das ist dann später mal zu Rufus und Chaka Khan hat das geführt, in der etwas noch heavy, schwereren Version. Und aber geile Outfits, geile Covers vom Album von 1974, They Say I'm Different, möge Willi doch bitte He Was a Big Freak auf die Playlist nehmen. He Was a Big Freak, also aus unserer Sicht ein großes Kompliment. Ja. Wo ist Willi eigentlich heute? Willi spielt heute Skat. Na. Ja. Er spielt heute Skat. Ohne uns? Ohne uns. Podcasten und Skat spielen geht nicht, ne? Zusammen, das geht das nicht. Das stimmt. Wir könnten ja mal einen Skat-Podcast machen, aber ich glaube, dafür spielen wir nicht gut genug. Ich glaube, es ist langweilig, Skat-Podcast. Ich glaube auch. Wir beide wollten noch eigentlich auch Schach spielen heute. Aber gut, das machen wir wann anders, ne? Ja, wir könnten jetzt auch einen Schach-Podcast machen, aber heute haben wir ja einen Fußball-Podcast dabei. Ja, dann machen wir Fußball. Also wir gucken für euch nebenbei den FC Hansa Rostock gegen den SV Werder Bremen. Spielstand im Moment 1-2. Aber, ja, bitte? Und wir gucken Aue gegen, wen war das mal noch? Aue gegen Kiel. Gegen Kiel, genau. Spielstand 2-0, wenn ich mich nicht irre. Oder auch 2-1. Aue hat ja auch angeschlossen. Ja, steht doch. Ja, genau. Richtig.
Und wir gucken natürlich die Fortuna. Freunde unseres Podcasts wissen, wir haben eine ganz besondere Beziehung zu Fortuna. Und es ist ja Fortuna Köln-Podcast, das hier, ne? Eigentlich ist das heute der Fortuna Köln-Podcast. Die führen 1-0 zur Pause gegen Wuppertal, wenn ich das richtig stehe. Die spielen ja gerade die letzten Sekunden. Wir gucken immer gerade die zweite Hälfte, weil es ja spannender ist. Ne, 1-0 zur Halbzeit. Aber wenn ich mir bedenke, diese Woche auch, ne, so Fußball, ne? Was interessiert einen überhaupt noch an diesem Spitzenfußball? Süle wechselt ablösefrei zu Borussia Dortmund. Das war das Thema. Rauf und runter, runter und rauf. Und ich bin ja, weil du weißt ja auch, Dortmund-Sympathisant qua meiner Prägung in Köln in den 70er Jahren. Aber es ist so langweilig. Es berührt mich überhaupt nicht. Es ist mir so wurstegal. Also dieses Auseinanderklaffen zwischen diesem High-Level-Formel-1-Fußball und dem, was wir unter Fußball verstehen, es wird immer schlimmer. Verstärkt wird das ja auch durch die Berichterstattung. Und natürlich macht Corona dann natürlich auch eine ganze Menge, also verstärkt auch nochmal eine ganze Menge. Aber wenn ich mir die Berichterstattung aus China zu den Olympischen Spielen angucke, dann verstärkt das dieses Unechte vom Sport ja auch noch. Ne? Wenn ich mir dann vorstelle, in einem halben Jahr im Winter sollen wir dann auch noch irgendwelche Weltmeisterschaftsspiele in Katar gucken. Also da nabel ich ab. Also da gehe ich offline, ehrlich gesagt. Da bin ich raus. Kiel hat gerade das 3-2 gemacht. In der 90. Minute. Wird aber auch geprüft. Sieht aber gut aus. Sagt der Altonaer Keller sagt, das sieht gut aus. Das wird gegeben. Der Altonaer Keller, in dem auch geraucht werden darf, der sagt hier, sieht gut aus. Ja. Schlecht für Aue, gut für Kiel. Ja. Jetzt stehen die da, das ist auch für diese Keller, jetzt stehen die in der Kälte, die Leute, irgendwie 5 Minuten rum, bis der sich in Köln... Bei 3 Grad Nieselregen. Also wieso geht das nicht so wie beim Eishockey? Da brauchen die doch auch nur 30 Sekunden, um das zu gucken. Vielleicht sollten die uns mal in den Keller einladen in Köln. Ich weiß nicht, was die da machen. Sitzen die da und trinken Bier und dann geht pling, pling, ey, da ist was und dann gehen sie los. Und ich glaube, die kalibrieren Zentimetermaße am Bildschirm. Dann rufen sie wahrscheinlich einen Oberschiedsrichter an. Also wir haben das jetzt so und so gemacht. Dürfen wir das jetzt geben oder nicht geben? Ja, ich weiß es nicht so genau. Das ist früher, vielleicht die Eltern unter euch, ihr kennt ja noch den großen Preis mit Wim Tölke. Und da gab es immer diesen Oberschiedsrichter, den Eberhard Gläser. Den Notar. Und wenn immer Wim Tölke irgendwie so irgendwas passierte, dann ging es oben so, mäp, mäp. Und dann guckte Wim immer so ganz erschrocken. Ich glaube, wir haben ein Problem. Und dann kam so richtig aus dem Dunkel, irgendwie wurde er so Spotlight auf diesen, der hatte auch so graue Haare gehabt. Der hing doch auch in so einer dunkelbraunen Glaskuppel, oder? So, ja, genau. Hing so unter der Decke. Ja, genau. Wurde angestrahlt. Und dann hat er direkt entschieden, hier, dass die Antwort war falsch, weil bla 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 kann ich so wie geben. Übrigens der Priester in der Kathedrale in der Dominikanischen Republik auch in so einer spacigen. Ich schicke dir mal die Bilder. Ich habe da Bilder gemacht. Das, ja. Du glaubst nicht, dass du in einer Kathedrale bist da. Das sieht so abgefahren geil aus. Das ist toll. Und da könnte auch der Notar, Herr Gläser, gesessen haben und gesagt, mein lieber Freund, dein Leben, da muss ich aber Einspruch erheben. Und da wurde nicht so groß diskutiert. Da waren dann alle, der hatte einfach Autorität und dann galt das einfach. Ne? Und alle waren dann zufrieden und so. Das wurde auch dann nicht lange diskutiert, gar nicht diskutiert und dann ging es ganz schnell weiter. Und dann hieß es dann, Reisen 120. Und genau. Oder es kam die Glücksfrage. Ding, 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 Aufstieg 500. Aufstieg 500. Also, wie ist das jetzt am Samstagabend? Wir werden gewinnen, dein Tipp? Oh, gute Frage. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind reif und vor allem der Jan ist auch reif. Mhm, wir sind ja der A und O wird werden, da bin ich einer Meinung mit Al Jarreau und mit Schulle. Das A und O wird werden, wie unsere Jungs, gegen die ja offenkundig sehr körperstark, das sind ja Bären von Menschen, die da beim Jahren spielen. Okay. Riesige Viecher von Innenverteidigern und Außenverteidigern. Und die Frage wird sein, kommen wir zurück zu dem, was uns mal ausgemacht hat, dass wir nämlich um solche starken und kräftigen Menschen quasi herumgetanzt sind? Oder
gelingt es uns nicht, weil wir gerade, weil uns gerade nicht zum Tanzen zumute ist. Ja, ich glaube, vom Trend her, ich bin unschuldig. Vom Trend her. Ich könnte mir vorstellen, ich bin das. Achso, ja. Ja klar, mein Handy. Ja, hier, die Profis. Oh, es tut mir leid, wir haben ein Geräusch, wir haben ein Geräusch. Wir haben ein Geräusch, wir haben wenig getanzt vom Leben. Ich glaube, vom Trend her, wir haben jetzt unsere schlechte Phase hinter uns, geht hoch und Regensburg-Aktien, die fallen gerade. Also von daher bin ich optimistisch, dass wir da endlich wieder mal einen Sieg holen werden. Zumal ja alle fit sind, bis auf Jackson Avivor, der übrigens Geburtstag hat. Oh, herzlichen Glückwunsch. Gestern oder heute. Mhm. Und unser Co-Trainer, Laurent Favre, nee, Quatsch, wer heißt der Favre? Luc Favre. Loic Favre. So ähnlich, ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er auch Geburtstag und ich musste so lachen. Vielleicht ist es auch Lucien Favre, dann versteckt sich da. Der Trainer ist 29 und Jackson ist 30, wo ich auch denke, das ist auch irgendwie ein lustiges, das ist auch lustig von jemandem trainiert zu werden, der ein Jahr jünger ist als man selber. Naja, der dann ganz andere Impulse setzen kann. Aber auf jeden Fall glaube ich oder hoffe ich, dass die Jungs die Lust am Spiel wieder gewinnen und wenn sie es schaffen, gegen diese massive Mannschaft quasi einen Groove zu finden, in dem sie, vielleicht sollten die sich einfach Betty Davis anhören. Da ist viel Kraft drin und da ist auch Funk drin. Aber Wut, auch Wut. Und Wut, ja genau. Naja, man kann ja auch wütend sein über das, was einem beim Derby passiert ist. Und das ist auch so lustig, weil nach dem Derby war man ja so ein bisschen traurig und dachte, na, da wäre vielleicht mehr drin gewesen. Das haben wir irgendwie so ein bisschen abgeschwächelt, das Derby. Gut, der HSV war auch wirklich gut. Also gegen das 2:1 von Jatta, ich meine, das ist einfach mal ein geiles Tor gewesen. Warum sprechen wir eigentlich noch darüber, Erik? Vergiss das. Das Derby war, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Ach, okay. Wir tun es in den Giftschrank, ja, in den Altonaer Keller. Ja, das ist Giftschrank, das ist gelaufen. Die hatten Glück, die HSV, an dem Tag. Das ist gut für die gelaufen. Die hatten am Ende das dickere Ende von der Wurst und gut ist. Und jetzt abrutschen, weitermachen. Ich wollte den Bogen nochmal machen. Ja. Hin dazu, dass dieser HSV, der ja knapp gegen uns gewonnen hat, am nächsten Spieltag den Tabellenführer 5:0 auswärts weggefiedelt hat. Da könnte man jetzt anfangen und diese knappe Niederlage nochmal ganz neu zu bewerten und zu sagen, Alter, gegen diesen HSV haben wir uns einfach doch ganz gut geschlagen. Ja. Und dann kann man, wenn man das so weiterspinnt und sagt, okay, Moment, wo wir es hinkriegen, den Groove zu kriegen, knacken wir auch den Jahren. Werder Bremen hat durch einen Drecksfoul haben sie sich ihren Sieg ergattert oder zumindest sehr viel Zeit von der Uhr genommen. Und dabei hat sich der Bremer Spieler selber auch verletzt. Oh, die sind so aggressiv, die Bremer. Eieiei. Und Rostock, mein Gott. Ja, 2:1 für Werder. So richtig sympathisch ist dir diese Werderaner Mannschaft nicht. Ne? Werder ist mir sowieso nicht so sympathisch seit unserem. Jetzt komme ich wieder mit der damaligen Geschichte, wo wir einmal im Auswärtsspiel waren. Du weißt. Ich war da zweimal und ich fand das scheiße. Das Image von Werder ist sowieso viel zu positiv. Nee, dreimal sogar. Also, eigentlich könnt ihr ja böse sagen, Werder Bremen ist das Kaiserslautern des Nordens. Sehr schön. Lass uns mal einen ordentlichen Diss hinlegen. Und dann immer die St. Paulianer, die sagen: Ja, ich bin hier bei St. Pauli, aber eigentlich bin ich Werder-Fan. Oh, ich kann sie nicht sehen. Weißt du, kennst du nicht? Ja, kennst du die Leute? Doch, ne? Ich kenne die. Ich kenne vor allem Werder-Fans, die sagen, ich bin auch St. Pauli-Fan. Und dann immer die. Schöne Grüße an Bert. Schöne Grüße an Bert, wenn er das hören würde. Nur weil sie den HSV scheiße finden, St. Pauli gut finden. Ja, genau. Ja. Genau, die können schön in Bremen bleiben. Das sind immer noch Bremer. Und wir sind zwar keine. Also ich bin jetzt kein Hamburger. Ich bin aus Hamburger Sicht fast so schlimm wie ein Bremer. Aber ich mag deswegen Bremen nicht. Also es gibt auch in meiner, also ich bin ja hier aufgewachsen, ne? hier oben in der Nähe von Hamburg und in einem kleinen Fischerdorf, das zur Stadt Altona gehört. Und wir haben mit den Bremern auch nicht so richtig viel zu schaffen gehabt. Ja. Und ich habe da auch ganz, ganz große Vorbehalte immer. Und bei Bremen ist das ganz komisch. Ich finde ja tatsächlich die Leute in Bremen, also die Bremen-Fans sind gar nicht so schlimm. Also ich kann verstehen, will deinen Disc gar nicht aufheben, ich finde ihn sogar ganz gut. Aber dieser Verein ist aber total unsympathisch. Ich war da dreimal auswärts, zweimal mit
dem FC St. Pauli bei Werder 2 und einmal Bundesliga. Und ich habe selten bei einem Verein, bei dem man eigentlich glauben könnte, man die finden uns nicht per se scheiße. Ne? Also bei Union, bei Rostock, bei Dresden erwartest du das eigentlich, dass auch das Stadion dich, also auch die Mann, die der Verein und die Leute, die da Ordner sind, scheiße finden. Also bei Union, das war immer eine Katastrophe, da auswärts zu fahren, weil du da einfach irgendwie von, weiß immer gar nicht, wie das irgendwie unsere Frauen machen, da irgendwie von irgendwelchen Nazis betatscht wirst. Das ist ja als Mann schon scheiße. Aber in Bremen, da hat dieses ganze Stadion, diese ganze Ordnerschaft einfach, da ist auch die blanke Ablehnung, die dir da entgegenkommt. Und ich weiß noch, wie wir da anderthalb Stunden vor dem Spiel waren und sind eine Viertelstunde nach dem Anpfiff haben die uns reingelassen, die ja. Schweine, ja. Priester. Also nee, also mit Bremen kannst du mich auch jagen, ehrlich gesagt. Wobei man sagen muss, ich war ja mal bei Bremen 2 auf diesem Platz 12 am Weserstadion, das war dann ganz nett wieder. Da haben wir sogar gewonnen 1-0, wenn ich mich nicht irre, durch ein Tor von Fabian Boy. Das Nein. war noch in der Regionalliga, oder? Nein, ich war nicht mit St. Pauli, ich war mit Fortuna Köln. Ach so, Fortuna. Ja, da war ich auch. Da war ich, auf dem Platz war ich auch. Das ist doch noch so eine Schüssel, so eine richtige Schüssel, du siehst eingefräste Schüssel mit, ja. Mit so Erdweih. Ja, und du siehst dann praktisch, du kriegst immer schöne, die Wurstbude war gut. Man kann ja viel Spaß haben. Man sieht sehr wenig, also eigentlich sieht man so wie in Kiel. Ne? Man kennt das ja, für die Jüngeren unter euch, ihr kennt das gar nicht mehr. Ne? Das sind diese Kurven, wo du irgendwie in der Kurve stehst und eigentlich siehst du gar nichts vom Spiel. Die sind alle ganz klein. Ja. Karlsruhe auch gut, Wildpark. Ne? Karlsruhe, gut. Weiß ich noch, die hatten ja eine Tartanbahn noch, als wir da waren. Tartanbahn, ja, Tartanbahn. Da war dieser legendäre Freistoß von von Flo Bruns, als wir da waren. Erinnerst du dich noch? Ja. Hackentrick, ich glaube, von Fabian Boll auf Florian Bruns und dann einfach ein Strahl. Ich glaube, so ein Tor hat er vorher und nachher nie wieder geschossen. Das war einfach wundervoll. Ja. Und die ganze Kurve ist explodiert und wir haben gerufen und geschrien und es hat 10 Meter weiter keiner mehr gehört, weil deine ganze Energie ist in die Luft, in die Tartanbahn und in den hinter uns liegenden Wald gegangen. Ja. Ein Punkt, St. Pauli, Regensburg, es wurden jetzt ganz lang immer wieder Sachen gepostet, es gibt noch Plätze oder Karten. Ganz, ganz viele. Ich glaube, es gibt jetzt noch über 100. Ihr könnt jetzt noch Karten holen für Regensburg und St. Pauli. Und das Lustige war, ich verstehe gar nicht, warum die das die ganze Zeit gepostet hatten, weil irgendwie sei das eine Sensation oder auch nicht oder sonst wie. Und das wurde witzigerweise auch von Leuten gepostet, die, würde ich mal sagen, eher der Zero-Lockdown Ecke kommen und das verstehe ich nicht, wie man dann sich darüber echauffieren kann, dass noch Karten frei sind, weil vielleicht wollen die Leute einfach gar nicht, auch vielleicht, weil sie keinen Bock haben wegen Covid oder sonst wie was, das hinzugehen. Ich fand das total skurril, weil das waren ja aus der gleichen Ecke die Absender von diesen Posts und da habe ich mir echt gedacht, das ist ja lustig. Ja, man... Und es zeigt eigentlich aber auch, dass die Leute sozusagen andere Probleme haben als Fußball. Ja, vor allem auswärts zu fahren, an einem Samstagabend nach Regensburg. Wir hatten ja eben tatsächlich, ich habe ja tatsächlich überlegt und hier Kai J. Punkt, ja. Habe ich gerade gelesen, schöne Grüße, der ist gerade in München gelandet und fährt mit dem Vorortzug jetzt nach Regensburg. Und ist, aber nicht, ist aber auch nicht gut für die Umweltbilanz, ne? Nein, aber es ist gut für, sagen wir mal, für den Weingenuss, weil er trinkt ja gerne Wein und wird ja, sehr, sehr viele gute neue Weine entdecken in Regensburg. Ja, ja, aber jetzt es ist kalt, es ist dunkel. Ich verstehe gar nicht, warum man jetzt nicht eine Winterpause macht. Früher hatte man eine Winterpause, glaube ich, bis Mitte Februar, ne? Gefühlt. Der ganze Januar wurde nicht gespielt. Und jetzt durch so Ereignisse wie Katar und sonst wie was, hast du jetzt englische Wochen ohne Ende. Aber jetzt hätten wir natürlich sonst Dortmund verpasst, ne? Also du hast es ja verpasst, aber Willi und ich hätten es auch verpasst. Ich habe es gar nicht verpasst. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Das war sehr angenehm. Ich habe mehr gesehen als ihr. Das war so schön. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Gesehen hast du wahrscheinlich mehr. Gesehen habe ich mehr. Ihr habt aber auch viele ganz andere Sachen gesehen, die ich gar nicht gesehen habe.
Und das ist ganz lustig. Du siehst im Fernsehen ja schon Details viel, viel besser und Fouls oder Elfmeterentscheidungen. Aber es ist ein anderes Spiel. Es ist ein anderes Spiel, ja. und das Ganze drumherum. Und ja, ich glaube, vielleicht, wie du hast ja eben gesagt, vielleicht machen wir, dass wir jetzt samstags abends noch auf Sky uns an Sachen anschauen. Ich glaube, das ist dann wie in England. Das wird dann so eine Art neben, man geht im Pub und dann im Hintergrund läuft irgendwo dann das Spiel. Das schaut man sich dann auch an. Spielt Darts zwischendurch oder Schach. Zwischendurch, genau. Und das oder ist ja, Skat. Das ist auch vielleicht sehr angenehm. Man gibt Geld für andere Sachen aus. Also Fußball als Hintergrundtapete ist ja jetzt auch schon so genau, in vielen ja. Sportsbars und so. Ja. Und das ist ja normal. Das ist auch eine Amerikanisierung. In Amerika ist das ja auch sehr stark. Übrigens, guckst du dir das NFL-Finale an? Ich weiß nur, dass Herr Brady nicht dabei ist. Der hat ja in die Playoffs nicht gewonnen. Die Rams spielen gegen die Cincinnati Bengals. Ey, oh, guck mal, wusste ich gar nicht, wie die heißen. Cincinnati. Ja, ich habe einen Bekannten, der ist oder. LA Rams kenne ich sogar. Ja, genau. LA, ne? Ja, genau. Die LA Rams spielen im gleichen Stadion wie die LA Chargers, was früher die San Diego Chargers waren. Siehst du, ich habe keine Ahnung, ich habe ein paar Sachen aufgefangen. Ich auch nicht, aber es ist ja schön, das wäre das Thema. Aber schön im warmen Kalifornien spielen die, das sind immer auch geil, gegen die Cincinnati Bengals. Und die Bengals, das musste was sein wie der VfL Bochum. Also das heißt, die sind totaler Außenseiter und die sagen selber auch, ey, was ist das? Wir sind das gar nicht gewohnt. Ich habe von denen noch nie gehört, aber ich bin ja auch die kein... Die sehen auch sehr lustig aus, weil die Bengals sehen aus wie der bengalische Tiger und die sehen dann aus wie dieser komische... Ach so, die werden nicht Bengals wie die Band... Wir könnten eigentlich auf die Playlist mal die Bengals setzen und zwar mit... Warte mal, du erzählst weiter und ich guck mal, welche Bengals wir nehmen. Das war Winnie Pooh. Oder? Winnie Pooh ist auch hier dieser Tigger. Die sehen aus wie Tigger, die Farben. Ne? Tigger scheint auch so ein Bengal zu sein. Und ja, das sind sehr schöne Farben eigentlich. Und aber die sagen selber, Mensch, was machen wir hier eigentlich? Wie unangenehm. Jetzt sind wir hier. Und es gab, das ist auch wieder ein Punkt, es gab so überraschende Ergebnisse in den Playoffs, dass man merkt, wie ausgeglichen das dann doch wiederum ist in der NFL und wo wir in Deutschland ja sagen, oh, ist das hier langweilig. Ne? Du hast jetzt hier die Millionärsclub. Ah, da habe ich übrigens heute eine super Statistik gesehen, da reden wir gleich noch drüber. Jetzt kam ja Bayern München, Donata Hopfen, die neue Chefin von der... Ja, geil, Donata Hopfen, die ja, kenne ich ja auch noch, die war ja mal war Bloggerin dann, und ist dann zu ja, Springer gewechselt. Genau die. Und schöne Grüße an Donata, der hat jetzt ja den Job von Seifert, der ja jetzt mit Springer zusammen... Der ja direkt von MTV zur ja, DFL gewechselt ist. Ja, aber Seifert macht jetzt ein Projekt mit Springer zusammen, baut er auf. Ja, was war denn das mal noch? Erzähl mal. Ich weiß, irgendwas machen die, wollen was machen. Ja, und Donata war ja auch vorher, war ja bei Springer. Wer Springer, ne? So viel Springer hier. So, und innovativer Verlag. Und macht eine ganze Menge gerade. Und ist so. Und, Hazy Shade of Winter. Hazy Shade of Winter. The Bengals ist mein Beitrag zu unserer from the Soundtrack Less Than Zero. Kannst du dich an den Film erinnern? Nein. Ah, nein? Das ist einer der wegweisenden Filme meiner Jugend. Ja. Unter Null hieß er auf Deutsch mit Robert Downey Jr. und mit dem, ach Gott, wie hieß denn der? Ach Gott, Kinder, mein Namensgedächtnis. Den bösen Drogendealer hat gespielt, der auch sexleisen Videotapes gespielt hat oder jetzt hier diese Serie auf Netflix, diesen super gesuchten FBI-Vogel, komme ich vielleicht noch drauf. Aber auf jeden Fall, time, what has become of me? The Bengals. Aber das Vergangene, Zukunft ist, Donata Hopfen hat gesagt, Mensch, Sie können sich vorstellen, dass man auch in Deutschland doch mal Playoffs machen sollte. Ja, geil. Und der Bayern München, das war ja abgesprochen, war angetan von der Idee, wahrscheinlich weil sie dann denken, sie müssen dann erst, können sich mehr schonen, sagt dann, ja, wir wollen darüber reden. Und alle anderen Vereine, die jetzt, sagen wir mal, Chancen hätten, ne, Union Berlin, Dortmund, sonst wie, haben alle gesagt, oh, bleibt uns damit lass uns damit in Ruhe, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wie sollen die denn aussehen? Also, ich glaube, Bayern München spielt im Finale gegen die anderen 17, die spielen Gegner aus. Und also der Meister spielt gegen die restlichen ersten sechs oder was? Ja, es ist noch offen, wie das aussieht. Aber du als Fußballtraditionalist, wie stehst du denn grundsätzlich zu so einer Idee?
Muss ich mal ganz kurz überlegen, weil ich finde die Idee gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Weil das, und es wundert mich auch, dass der FC Bayern München das gut findet, weil im Grunde genommen erhöht das ja die Wahrscheinlichkeit. Also wenn wir jetzt gerade die Tabelle angucken, ne, da führt Bayern mit, ich bin jetzt natürlich nicht so richtig firm, aber sagen wir mal, die führen gegenüber Dortmund mit 6 bis 9 Punkten, immer mal so. Ja, 9 aus 6, ja. Und der nächste nach Dortmund, das sind schon über 15. Und bis zum 6. sind es, glaube ich, 20 Punkte oder ja, sowas. Und in einem Spiel kann die Bayern ja auch immer auch mal schlagen. So, das heißt also, wenn wir diese Spiele abknapsen, die gegeneinander spielen, werden die dann abgeknapst vom Kalender? Nein, oder ich glaube, wird am Ende der Saison, wird aus den ersten 6, ne? Ja. Werden dann Playoffs oder gespielt? Oder die ersten 8. Wie und dann gibt es den Super Bowl, den Super Cup Bowl, Master of Germany Bowl. Ja. Da werden dann die Sieger der Playoffs, sozusagen das Finale der Playoffs, also sozusagen so eine Mini-WM in Deutschland jedes Jahr. So muss ich mir das vorstellen. Ja, aber das ist genau. Finde ich eigentlich gar nicht so blöde. Ja, aber es wird dann aber noch mal mehr die Vermarktung steigern. Ja, aber sollen die noch machen in der Bundesliga mit der Bundesliga und diesem ganzen Champions League-Gerödel habe ich ja sowieso nichts zu tun. Das interessiert mich alles nicht. Also meinetwegen. Dann hättest du aber auch dann praktisch, würdest du dann vielleicht so Abstiegsrunden spielen, wo dann die besten 8 oder 6 der zweiten Liga gegen die letzten Loser aus der ersten Liga spielen. Oder müssten wir gegen Bielefeld und Bochum jetzt spielen und gegen Stuttgart? Na, ich würde vielleicht die Relegation sogar abschaffen deswegen. Ja, die Relegation, Aufstiegs-Playoffs auch in der zweiten Liga. Die Relegation, ich meine, auch Traditionalist, früher fand ich ja Relegation als Kind immer klasse. Aber ich muss echt sagen, auch ist auch nicht mehr zeitgemäß. 3 ab, 3 runter, 2 rauf, 2 runter, aber diese Relegation ist vollkommen. Also ich muss Folgendes sagen. Der Fußball, wie wir, mit dem wir aufgewachsen sind, 15.30 Uhr, Sportschau, da hieß es ja auch noch, ich meine, es heißt ja immer noch Spieltag. Ne? Ist ja kein Spieltag, ist ja eine Spielwoche. Und das war ja aber damals noch ein Spieltag. Samstag 15.30 Uhr fertig, da wurde alles ausgedaddelt. Der Fußball ist kaputt. Deswegen, ja. Okay, Profifußball, dann machst du eben sozusagen die Entwicklung hin zu Katar und Co. Mach doch gerne. Also dann bin ich zwar raus, aber ist okay. Ja, das Ding ist halt die NFL, wenn das mehr Spannung haben wollt, dass wir jetzt in der NFL, dann müssen sich auch dafür sorgen, dass jetzt das finanzielle Übergewicht der Bayern, ja, dass das nach abnehmen würde. Und es gab heute im Kicker eine sehr schöne Statistik, suchen wir die gerade hier mal raus. Und zwar wurde da gezeigt, die Überschüsse aus den letzten, weiß ich nicht, ich guck grad, letzten 10 Jahren oder 5 Jahren. Moment. Jetzt, du musst jetzt was sagen, ich suche es mir gerade raus. Ja, ich überlege gerade nochmal, ob ich das eine gute Idee finde. Also sozusagen die Amerikanisierung des Fußballs. Da sprechen sozusagen eine Sache spricht dafür. Der ist sowieso schon so international und so kaputt, dass man das ruhig machen kann, finde ich. Also viel kaputter kann man den Profifußball nicht machen. Das, was dagegen spricht, und das wird ja oft mit amerikanischen Sportarten verglichen, und das, was wo der Vergleich hinkt, aus meiner Sicht, ist, dass amerikanische Sportarten zugbasiert sind, also die großen zumindest, durch die Auszeiten beim Basketball, sogar der Basketball oder das Eishockey, dadurch, dass es eben in sehr viele kleine Slices unterteilt ist, wie zum Beispiel erst beim Eishockey Drittel und auch andauernd Auszeiten etc. Das heißt also, im Grunde genommen ist der amerikanische Sport, Spitzensport ist zugbasiert. Also einer zieht, greift an, der andere verteidigt und zwischendurch gibt es nochmal eine Pause. Das heißt also, der ist vom Sportansatz alleine schon viel konsumentenfreundlicher. Also natürlich kannst du Football gucken und nebenbei in der Kneipe Bier trinken und dich unterhalten, weil die Szenen, in denen es wirklich um was geht,
die sind sozusagen klar in ein Konzept gedrückt. Und das ist der Fußball, den wir gut finden, ja nicht. Der lebt ja davon, dass er quasi, dass es keine Pause gibt. Das ist halt permanent hin und her oder in schlechten Spielen eben permanent gar nichts passiert. Aber der ist eben nicht so gut vermarktbar. Deswegen weiß ich nicht, ob man mit der Kopie solcher Playoffs aus den, kurz gesprochen, aus den amerikanischen Sportarten sich da so einen großen Gefallen tut, ja, oder ob man den Fußball so verbiegt, dass es am Ende kein Fußball mehr ist. Ich glaube, es geht eher in die letzte Richtung. Weil, was ist denn das Problem? Das Problem ist doch, dass die ganzen Traditionsvereine oder viele einen Abgang gemacht haben und dass du halt heute so Spiele hast wie Augsburg gegen Wolfsburg. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Oh. So, und das heißt, inzwischen, glaube ich mal, ein Drittel der Liga ist per se uninteressant. Und das merken sie jetzt so. Und jetzt reparierst du das damit, indem du sagst, wir machen jetzt am Ende halt 3-4 Topspiele, damit das Problem der Bayern oder so ein bisschen. Und daran ist übrigens der FC Bayern nicht schuld. Der ist zwar an vielen Dingen schuld und auch in vielen Aspekten hässlich geworden, aber daran hat der FC Bayern nun keine Schuld. Woran? Dass es Hoffenheim und Augsburg gibt und Wolfsburg und Leverkusen. Also, wobei ich Leverkusen auch noch zu den Traditionsvereinen zählen würde. Als Hoffenheim hochkommen, hat Franz Beckenbauer viel geholfen. Ja, Franz Beckenbauer war doch der Buddy vom Sapp. Vom Hopp. Vom Hobbyhopp. Sapp Hopp. Vom Hobbyhopp. Also ach, das wusste ich nicht. Doch, die spielen das am Golf. Ach, ja. Das heißt, du musst nur ein bisschen Golf spielen mit Franz und schon, obwohl Franz, die Zeiten vom Franz sind doch auch vorbei. Ja, die Hoffenheim-Geschichte ist ja auch vor 15 Jahren gelaufen. Das stimmt. So, und da war er noch fitter. So, und von daher haben sie sich alle da selber das Red Bull Leipzig, auch vor allem, da sollen sie doch Red Bull Leipzig nennen und raten, was soll diese ganze Sache, sollen sie mal ehrlich sein, dieses ganze Krummgezuckel da. So, die Dosen. Und ja, das ist halt einfach. Generell ist ja der Wurm. Im Grunde müssten die sich abspalten. Da müsstest du sagen, du machst halt eine Profiliga mit Lizenzen. Das ist halt eine ganz andere Nummer. Und dann das andere gibt es dann eben so diesen klassischen Vereinsfußball, so wie wir ihn eigentlich haben. Aber das möchte ich auch nicht haben. Dann kommt das ganze Konstrukt unter Gefahr. Also von daher glaube ja, ich glaube auch. Ist das so? Kommt das ins Wanken oder macht ja, das sehr glaub, viel mehr heil? Ich glaube nicht, dass Oaken-Fans zum Beispiel jetzt. Das glaube ich auch nicht. Aber wir sind ja nur auch nicht dazu da. Du bist offen dazu. Ich sehe das auch eher kritischer. Also ich glaube nicht, dass das so. Dass naja, die Frage ist ja, und das ist ja auch eine Wiederholung, die wir ja immer wieder im Podcast machen. Ich habe immer noch in den Ohren, warum der Aufsichtsrat damals Stefan Orth das Vertrauen entzogen hat. Und das hatte er, weil er diese Entwicklung vorausgesehen hat und gesagt hat, wir brauchen jemanden im Präsidium, der der DFL und der UEFA und diesem ganzen Wahnsinn, der da passiert, Paroli bieten kann. Und da muss man ehrlich gesagt bilanzieren, dass wir zwar viel gemacht haben, auch mit Andreas dem Rettich, aber haben wir auch viel bewirkt? Ich befürchte, nein. Also dem Profifußball ist der FC St. Pauli ziemlich scheißegal. Und im Grunde genommen sollten wir diese Haltung auch einnehmen. Deswegen ist eine Abspaltung der Großkopferten da oben, der gestopften, gesponserten, derjenigen, die sich an den Finanzmarkt verkaufen, schöne Grüße nach Berlin, und die irgendwie, die da oben mitspielen wollen, das werden wir nicht können. Und deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das aufspalten. Das sehe ich anders. Ich glaube schon, dass du siehst ja auch in Bochum, du kannst Bundesliga spielen, du kannst hochkommen. Und du hast Bochum, du hast Bielefeld, da gibt es schon einen Weg, das ist noch durchlässig. Und gerade jetzt Pandemiezeiten sieht man jetzt auch, dass manche Vereine da auch an die Grenzen kommen. Und sobald die Leute, die ja auch ihr Geld da verbrennen, keinen Bock mehr haben, ich wollte eine interessante Statistik zeigen, und zwar waren das die Transfer, ach ja, genau, Übernahmen, Ausgaben, und ich finde es wieder nicht, weil der Kicker irgendwie die Artikel verschwinden lässt. Aber ich glaube, Dortmund zum Beispiel hat kaum Verluste, die haben, glaube ich, einen Überschuss gehabt in dieser Periode. Bayern hat eine ganze Menge an Kohle versägt in den letzten Jahren, also, ne?
Und aber der größte, wer ist der Verein, der das meiste, die meiste, die negativste Bilanz hat? Die haben ein Defizit von fast einer, was kommt denn nach, was sind denn das, 1000 Milliarden, das ist eine Billion, ne? 1000 Milliarden ist eine Billion, ja. Ja, die haben ein Defizit von über einer Billion. Muss ja was Englisches oder Spanisches sein. Es ist was Englisches. Also Barcelona ist, glaube ich, auf Platz 3 dieser Negativliste. Die haben 600 Millionen Verlust angehäuft. Krass. Aber welcher Verein ist derjenige, der da am meisten... Eine Billion Euro? Transfermindereinnahmen. Manchester United. Ja. Krass. Krass, ne? Und dann, ich mir echt gedacht, das ist ja Wahnsinn. Und dann siehst du aber auch, dann sind so Vereine wie Newcastle, gut, da sind jetzt die Scheiße, die kommen jetzt eh nochmal, aber auch so andere, hier Aston Villa zum Beispiel, hat fast 300, 400 Millionen Verluste. Also wo du echt denkst, boah, das ist irre, was da an Geldern dabei ist. Und die Bayern hatten auch einen Verlust von fast 200 Millionen gemacht in den letzten Jahren. Das ist ja quasi eine Art Pyramidensystem. Ne? Pyramidensystem, also, und die Engländer können am meisten Verluste machen, weil da kommt am meisten Geld auch rein. In dem Moment, wo einer sagt, das glaube ich jetzt nicht mehr, bricht das Ganze zusammen. Mhm. Ja, aber von daher ist das, wie du sagst, was ganz anderes. Und ich bin ja gespannt, auch Katar, ja, dann wird wieder gesagt, ja, wir finden es alle doof, aber dann wird es dann doch wieder übertragen. Warum sagt nicht zum Beispiel das ARD, ZDF, wir ziehen uns da zurück? Ja, verstehe ich auch nicht. Ne? Es ist mir so, ein genau wie echtes Rätsel. Genau wie Olympia. Keiner zwingt die, das zu übertragen. Sie sind selber Teil des Problems und jammern dann aber rum und dann kriegt der Hajo Seppelt oder sonst was irgendwie nochmal so eine Sendung und dann darf er über Doping reden und über sonst was und über die Menschenrechte und über die armen Uiguren und so weiter und so fort. Aber das, was sie machen könnten, zu sagen, wir übertragen das nicht mehr. Wir geben die Lizenzen zurück, das soll kein RTL übertragen oder sonst was, dann ist das ein Marktwert, der dann ist und der wird dann wahrscheinlich nicht so hoch sein, denke ich mir mal. Das verstehe ich nicht, dass man da so wenig auch Eier und auch Sendungsbewusstsein hat, weil das gehört nicht zur Grundbedürfnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Leute 24 Stunden über Olympia zu informieren. Sorry. Sehe ich ähnlich. Sondern sehe ich genauso. Also aus meiner Sicht und dann ist das irgendwie dann, mit Katar und das ist ja schon im Winter, ne? Ich habe das ja gar nicht, ich habe das noch gar nicht so mitgeschnitten, dieses Jahr ist. Das nächste ist als St. Paulianer, dieser ganze Nationalismus, ja, Medaillenspiegel, oh, wir haben 7 Goldmedaillen, oh, super toll. Ja, was soll das? Bin ich das? Sind wir das? Das ist so ein Quatsch, dieser Begriff. Ja? Da sind wir auch mal wieder einer Meinung. Wie schön. Ja, so schön, ja. Das heißt aber ja auch natürlich, dass der FC St. Pauli nicht mit dem Hund wackeln kann. Und wenn der, sozusagen, wenn der Hund ein geldgeiles, chauvinistisches System ist, dann ist wirklich die Kernfrage, was haben wir da oder bis zu welchem Niveau haben wir da was zu suchen? Und bisher war noch die Formel, also dieselbe Formel sozusagen, nachdem die Corona-Maßnahmen sind dafür da, das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, ist die mantramäßig wiederholte Formel des FC St. Pauli, wir machen den Profifußball-Scheiß mit, sind Teil des Problems, weil wir eine Plattform sind, um unsere Werte und unsere Kultur und unsere popkulturellen Geschichten zu präsentieren. So, und das ist natürlich, irgendwann ist der Ende Gelände und deswegen komme ich nochmal zurück auf das, was du mich gefragt hast, ob ich was dagegen hätte, wenn die so Playoffs zur deutschen Meisterschaft machen. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Sollen die doch den Profifußball umbauen, wie sie wollen? Das fände ich sogar ganz gut, weil man dann die Gelegenheit hätte, sich davon abzugrenzen. Ja, okay, das gebe ich dir recht. Dem kann ich durchaus folgen. Und es ist auch nochmal eine Kritik an diesen Leistungsgedanken oder diesen Anspruchshaltungen, die sich jetzt in Teilen der Fanschaft gebildet haben. Ja, danke Markus, da will ich. Weil das ist ja das Nächste, weil damit sagst du, wir müssen das noch mehr machen. Und das kommt ja auch von Leuten, die von sich sagen würden, ich bin links, ich bin antikapitalistisch, ich bin sonst was. Und die dann aber fordern, dass bitteschön der Schulz jetzt mit seinem Kader hopp, 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 jetzt mal in die erste Liga aufsteigen sollte. Also das ist für mich sowas von absurd. Und das ist ja keine Fanschaft, die dahinter steht. Oder Schule vorzuwerfen, er müsste jetzt mal andere Trainingsmethoden machen. Also, Was für eine Hybris? Ich wäre sogar dabei, und es gibt ja Mannschaften beim FC St. Pauli, die auch dafür kritisiert werden, dass sie es so machen, aber die das eben so machen, die sagen,
Wir sind eine Mannschaft aus 24 SpielerInnen und die spielen auch. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn Schulle sagt, und das ist ja die Forderung, die ich schon lange habe, dass sozusagen auch die Profimannschaft des FC St. Pauli eine Mannschaft des FC St. Pauli ist. Wenn Schulle sagt, ich habe hier 24 Spieler und wenn die fit sind, dann rotieren wir, so wie sich die Grünen das vor 30 Jahren mal überlegt haben. Das heißt also, du hättest so Probleme, wie du die gerade mit Marvin, oh, you set my world on fire, oder mit Buchtmann hast, dass du sozusagen nach Leistungskriterien gehst, die hättest du nicht mehr. Jeder, der zum ersten St. Pauli kommt, wüsste vorher, er hat genügend Spielzeiten und das Team ist ein Team. Und wenn Jere beim Afrika Cup ist und Eric Smith hat gerade mal eine Delle, dann spielen eben die anderen. Und dann ist das St. Pauli und dann ist das unsere Mannschaft. Und dann wird zusammen gewonnen, zusammen verloren. Aber da gibt es eben keine Kernelf, die Startelfberechtigung hat aus irgendeinem Leistungsgedanken, sondern machen wir das mal ganz anders. Da wäre ich sofort dabei. Ich würde das eher auf Kader beschränken. Aber egal, also das ist... Ja, ist ja egal, wie du es machst, aber die Diskussion gibt es ja gar nicht. Wir sind übrigens in der 62. Minute, Fortuna Köln führt immer noch ein. Und eine Riesenchance, eine Bogenlampe des SV. selbst du hast auch dort in der Regionalliga inzwischen auch so einen Leistungsdruck. Und ja, du musst ja auch die Leute zusammenholen. Nur da ist natürlich das Geld so viel geringer, was die Spieler verdienen, dass du dann auch die Mannschaft wieder mehr trägst. Also in der Regionalliga spätestens, dritte Liga nicht. Da ist Geld noch viel mehr entscheidend, weil da sind... Wenn du da kein Geld hast, vergiss es. Aber hier in der Regionalliga, das stimmt auch wieder nicht, auch in der Regionalliga brauchst du Geld. Aber dieser Mannschaftsgedanke, dass du die Spieler zusammenholst, die eine Identität mit der Stadt haben, weil sie auch dann noch jobben müssen, weil sie arbeiten müssen, rauf und runter. Dann gibt es halt den Mäzen, den Sponsor irgendwie so oder den Verein, der dann irgendwo für irgendetwas steht, für eine Gemeinschaft. Das ist noch stärker ausgeprägt und das ist besser, als wenn dann einer Person sagt, hier, ich versuche jetzt hier Profifußball zu machen, auf Teufel komm raus. Aber wie gesagt, das ist jetzt für St. Pauli, dieses Jahr läuft es ganz gut, aber sagt ja keiner, dass wir nächstes Jahr gegen Abstieg spielen. Unwahrscheinlich, aber... Nein, und du siehst ja, wir sind in der... In der Geldtabelle sind wir ja irgendwo immer zwischen 7 und 9. Das ist doch ganz gut. Ungefähr. Aber wir müssen, das ist ja Umlauf, das ist ja durchlaufende Posten. Da bleibt ja nichts backen da. Also nicht viel backen. Das ist ja eigentlich kein, ich meine, du bist Unternehmer, du wirst ja nie auf die Idee kommen zu sagen, ich mache jetzt eine Fußballmannschaft auf. Das ist ja irgendwie viel zu risikobehaftet. Die Rendite ist zu klein. Das ist doch eigentlich auch ein Scheißgeschäft, Profifußball. Ja, das ist ja im Grunde eine Geldwaschmaschine. Das ganze Geld, was aus Saudi-Arabien kommt, aus Katar und so weiter, das ist Geldwäscherei. Beziehungsweise, oh, wieder was Böses jetzt sagen, es ist Geld, was seinen Weg sucht, damit Leute einfach die Gesellschaft den Einstieg kriegen. Reputation, PR, Image. Also von daher macht es ja auch Sinn. Ich meine, das ist bei Newcastle ist dieser schlechter Prinz, ne, aus Saudi-Arabien, der den Journalisten hier hat abschlachten lassen. Der ist doch jetzt in dieser Investorengruppe groß dabei. Ist dem Newcastle-Fan jetzt erstmal egal, wenn er mal einen Blick nach oben wirft und wieder mal vielleicht europäisch spielen darf. Ist aber krank, ne? Ja, das ist auch, das sind ja die Extreme, ne? Aber wir müssen uns, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wir müssen uns einfach gehörig davor hüten, uns als etwas Besseres zu sehen, weil wir sind Teil genau dieses Systems. Wir sind Teil der DFL, die ist Teil der UEFA, die ist Teil der FIFA. Das ist, wir spielen in einem hochkorrupten System und versuchen, den richtigen Fußball im Falschen, wie das mal, wie heißt es noch, ausgedrückt hat.
Aber viel, das ist auch immer noch richtig. Ist aber vielen Leuten auch egal. Die wollen jetzt, sagen wir, auch viele St. Pauli-Fans möchten und einfach interessieren sich jetzt erstmal nur für den sportlichen Erfolg. Ja, deswegen halte ich ja das auch für eine gute Erdung, mal an einem Mittwochabend im nasskalten, klammen Altona an der Altdorf-Jäger-Kampfbahn zu stehen und einen der ganz, ganz seltenen Heimsieger genießen zu können, danach in dieses Vereinsheim zu gehen. Und die Pommes waren übrigens gut, ne? Ja, und die Pommes waren lecker. Viel besser als beim St. Pauli. Das Bier ist übrigens Pilsener Urquell. Da kannst du auch bei St. Pauli nochmal ganz, ganz viel abschneiden. Die Wurst war auch besser. Also sprich, und die Aftershow in dem Laden da unten, die hatte auch was. Vor allem findest du bei Altona, findest du ja diese Fern des Jäkle Mentalität, also dieses wir wissen, das Leben ist zu Ende, deswegen feiern wir es. Weil der Verein Altona 93 einfach seine Identität in seiner Heimat verlieren wird und deswegen wird also umso ungehemmter gefeiert. Ah, Helmut Schulte haben gefeiert. Wir gesehen, Leute. Helmut Schulte haben wir, aber auch da. Helmut Schulte und der... Ja, und natürlich der neue Assistent von der Andi angebliche Bergmann. Vater von Heidi Klum, ihre Kinder. Der war nicht da. Doch. Den hast du nicht gesehen. Hat mir irgendjemand mal erzählt. Also ich darf den Namen natürlich jetzt nicht nennen, nee, weil dann hätte ich was gesagt. Wenn du wieder mit deinem... Aber Helmut Schulte war doch mit hier, wie hieß er noch, Beckmann da. Ich habe keinen Beckmann gesehen. Doch, das war so ein kleiner Zerknitter, der stand neben ihm. Nee. Helmut Schulte war da. Und der neue Assistent von Andi Bergmann war da, Truller. Leider hat dann Altona 93 dann die Woche drauf oder 5 Tage später in Lübeck, bei Phoenix Lübeck. In der 90. Minute leider 1-2 verloren. Ist ein hartes Brot in der Regionalliga. Und da sieht man halt auch, du brauchst schon ein bisschen Geld. Und da ist einfach auch, wenn du nur junge Spieler hast, ist ein schwieriges Spiel. Jetzt, sagt der Markus. Da wäre es bei einer 2-0 für Fortuna gewesen. Aber das bleibt fast. Wir müssen noch mal ganz kurz Pause machen. Ich muss noch mal kurz ein Löderchen. So. 72. Minute, die Fortuna. Ja, das ist gerade festgestellt, beim Wuppertaler SV spielt ja der Herr Königs im Sturm. Und der war ja auch mal eine Zeit dann bei Fortuna. Dann hat er bei Rostock gespielt und hat bei Würzburg vor allen Dingen gespielt. Und dann kam ja die Woche auch raus, dass Würzburg hat ja auch wieder in der dritten Liga Spiele verloren. Für die geht es in der zweiten Liga jetzt schnickschnack runter in die Bayernliga. Mhm. Und der Flyer-Alarm-Sponsor, Mensch, der ist dann auch jetzt wohl ausgetreten oder Sponsor zwar noch ein bisschen, aber so. Und diese ganze Blüte, die Würzburg jetzt hatte in den letzten 5 Jahren, ist jetzt plötzlich dann schnell wieder dahin. Und wir haben das ja bedauert, weil du bist ja gern nach Würzburg gefahren. Ne? Ich fand das sehr schön da. Ist auch näher als Ingolstadt oder Regensburg. Würzburg ist immer eine Reise wert. Also ich verbinde mit Würzburg 2 Sachen. Also einmal, dass ich, das war in Würzburg, dass ich Jackson zu seinem Bus getragen habe, richtig. Aber die Geschichte erzähle ich nicht nochmal. Den könnt ihr euch kenne ich gar nicht. Du hast Jackson, war verletzt, du hast ihn getragen. Ach, die kennst du doch, oder? Nein. Soll ich das nochmal erzählen? Erzählen Sie nochmal. Ach ja, wenn du mich so nett bittest. Also, der FC St. Pauli hatte eine Phase wie jetzt nur noch viel krasser. Also wir spielten um den Abstieg mit und spielten gegen Würzburg. Dieses Spiel in Würzburg wurde 1-0 verloren, unter anderem wegen eines Stockfehlers von Jackson, Chris Avevor. Und diesen Stockfehler hat er nur begehen können, weil er vorher in einem Zweikampf ordentlich einen auf den Dötz gekriegt hat und seinen Regen so ein bisschen durcheinander gekommen war. Das hat man nicht sofort gemerkt, er glaube ich auch nicht, aber er wurde dann ausgewechselt und es ging ihm wohl auch wirklich nicht gut. Er war so ein bisschen rammdösig, wie man in Hamburg sagt. Und das Spiel ging verloren und in der Mannschaft stimmte auch nicht viel, auch atmosphärisch. Und das hat man unter anderem daran gemerkt, dass, als ich mich dann in der Presse-Mixzone rumgetrieben habe, nach dem Spiel, nachdem wir das Spiel verloren haben, und auch nicht mehr ganz nüchtern war, muss ich gestehen, von 2 Würzburger Offiziellen
unseren Spieler Chris Avivor quasi in die Arme gedrückt bekommen habe. Hier, nimm den mal. Genau, hier, nimm den mal, dem geht's nicht so gut. Und ich so, Ich meine, der ist ja nochmal einen Kopf größer als du, ne? Der ist ein Tick, ja, nee, der ist ungefähr so groß wie ich, ein bisschen größer, aber er hat fast breitere Schuhe, also der ist natürlich sehr viel durchtrainierter. Also er ist auch nicht, er ist kein leichter Bruder, kein leichter Bruder sozusagen, sondern er ist schon eine Kante. Und er war auch immer noch ein bisschen rammdösig. Ihm war auch nicht ganz klar, warum man jetzt ihn, wo es ihm jetzt nicht so gut ging, diesen komischen Typen, den er natürlich noch nie gesehen hatte in seinem Leben, jetzt irgendwie in die Arme gehängt hatte. Und er hing wirklich so halb, also ich hatte ihn dann, weil er ja auch so ein starker Typ ist, hatte ich ihn dann so unter- und übergehakt, also quasi ihn auf meine Schulter geladen und ihn dann gefragt, wo ich ihn hinbringen soll. Und dann hat er gesagt, ja, zum Bus. Und dann hat er gesagt, ja, wo steht denn der Bus? Kein Schimmer. Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube, da oben. Und dann habe ich ihn tatsächlich Weltkriegsstufen da hochgewuchtet. Und es war wirklich keiner zu sehen aus dem Team. Ne? Also weder irgendwelche Co-Trainer, noch irgendwelche Physios, noch Ewald Lien, schönen Gruß. War der Ewald noch, damals? Ich glaube ja. Noch irgendwelche Kameraden oder Kollegen, wir waren wirklich ganz alleine. Und ich habe ihn dann da hochgewuchtet und im Bus saß dann, also der Busfahrer kam mir dann entgegen und hat natürlich auch gedacht, was ist das denn für ein Typ? Ja, also ich kenne ihn nicht, aber der hat Jackson auf der Schulter sozusagen halbwegs und dann habe ich ihn da in den Bus gepackt und dann kam mir Philipp Heerwagen entgegen, einer der wenigen Spieler, die ich kannte und hat gesagt, Erik, was machst du denn hier? Ich so, ja, ich habe gerade Chris Avivor in den Bus gebracht, was ist eigentlich mit euch los, wieso muss ich das machen und macht ihr das nicht? Und dann hat er einfach nur geguckt und hat gesagt, wo sitzt er denn? Und habe ich ihm gezeigt, wo im Bus er sitzt und dann haben die beiden sich auch unterhalten und ich bin dann sozusagen pflichtschuldig, habe ich mich vom Acker gemacht, wieder zurück. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ne? Ja, das war eine schöne Geschichte und ist auch in unserem Podcast nachzuhören, also könnt ihr nachhören, ob ich das sozusagen, ob die Geschichte immer noch die gleiche ist oder ob sie sich geändert hat. Die Älteren unter euch werden sie noch kennen. Die werden sie noch kennen. Und dieser ganze Würzburg-Trip, und deswegen hatte ich auch schon ein Kleben, der fing nämlich für mich schon morgens mittags an, um 14 Uhr oder um 13 Uhr oder noch früher, war ich an diesem Stadion. Das Spiel war erst abends. Das ist auch ein richtiges Stadion. Das ist ein richtig schönes Stadion. Der ist so ein bisschen zugekleistert mit Zäunen, weil die eben auch aus der Bayernliga in die zweite Liga und mussten dann die ganzen Auflagen erfüllen und haben quasi ihr ganzes Stadion zutackern müssen mit irgendwelchen Zäunen. Aber die waren da, als ich ankam, eben alle noch offen. Da konntest du einmal durchs ganze Stadion gehen. Und ich habe damals noch für die Zeit online die Spielberichte geschrieben und war deswegen akkreditiert und war recht früh da und habe mir dann meine Akkreditierung abholen wollen und dann war eine junge Frau am Parkplatz, die hat gesagt, ich habe hier nur die fürs Fernsehen, sind für Sie von RTL? Habe ich gesagt, nee, ich bin hier von Zeit Online und vom Internet. Vom Internet. Und dann hast du gesagt, ja, das weiß ich auch nicht. Habe ich Ihre Akkreditierung nicht. Da müssen Sie mal ins Stadion gehen und da suchen Sie mal einen Herrn, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den soll ich suchen. Sagen wir mal Peter. Peter soll ich suchen und ging dann ins Stadion und das war leer, das Stadion. Und der Erste, den ich traf, hat mich gefragt, hallo, was machen Sie denn hier? Da habe ich gesagt, hallo, mein Name ist Erik, ich suche Peter. Ja, Peter ist da. Gehen Sie mal da durch, hier durch die Tribüne, können Sie durchgehen und dann gehen Sie da unten in den Keller. Und dann bin ich in den Keller gegangen und habe nach Peter gefragt, die Tür aufgemacht und dann stand ich in der Kabine der Mannschaft des SV Würzburg. Das sind die Kickers. Kickers. Würzburger Kickers, genau, so hießen doch. Aber vielleicht haben sie auch ein SV, ne? Aber ich glaube, sie sind Würzburg Kickers. Und der Trainer war damals Bernd Hollerbach, der stand da nämlich auch drin. Boah, Hollerbach. Und hat komisch geguckt. Was macht denn der da? Der ist nicht durchtrainiert, den können wir gar nicht aufstellen. Genau, so wie der aussieht. Was hat der Magath wieder transferiert hier? So wie der aussieht, ist das der neue Masseur. Und auf jeden,
auf jeden Fall. Oder haben die, Bademeister. Haben die mich mit großen Augen angeguckt und ich habe natürlich die mit großen Augen angeguckt und habe dann das Einzige gesagt, was ich in Würzburg den ganzen Abend gesagt habe, gesagt, ich suche Peter. Ach Peter, der Peter, der ist da oben. Ich bringe dich mal hin, hat dann irgendeiner von denen gesagt. Hat mich dann hingebracht und der Peter hatte dann auch mal eine Akkreditierung und hat gesagt, hier da hast du ja brauchst Glück, du noch irgendwas Besonderes. Da hast du Glück gehabt, dass der Hollerbach dich nicht aufgestellt hat. Wahrscheinlich, hätte FC St. Pauli gewonnen, so viel bin ich mir sicher. Aber auf jeden Fall hat denn Peter mir eine Akkreditierung gegeben, wo er gesagt hat, irgendwelche besonderen Wünsche. Und dann habe ich gesagt, naja, den einzigen Wunsch, den ich hätte, ist, dass ich, wenn ihr nachher alle Zäune wieder zumacht, dass ich so eine Karte kriege, wo ich hier einfach mal so frei rumlaufen kann. Weil das Stadion interessiert mich. Und dann bin ich nach dem Spiel, als bei uns die Stimmung so ein bisschen selbstverständlicherweise nicht so richtig gut war, bin ich dann nach dem Spiel da so rumgewandert und bin zu den Würzburgern gegangen und habe mit denen fraternisiert, wie ich das ja gerne so mache. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich quasi. Und habe mit denen dann haben die mir ein Bier nach dem anderen ausgegeben. Und dann kam irgendwann Peter und meinte, Erik, Mensch, wie fandest du das Spiel? Und so, übrigens, die Mannschaften kommen gleich aus der Mixzone. Du bist auch hier, komm doch mal mit. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich. Und wo hast du dann praktisch dann den... Und deswegen stand ich eine Stunde nach dem Spiel also Jackson dann in dieser Mixzone und da kam, wurde Jackson mir von zwei Würzburger Gehilfen. Aber nur das Beispiel, also ich meine, zurzeit geht es uns ja ganz gut beim St. Pauli, das ist aber nicht selbstverständlich und ich habe ja eben geunkt, ne? Vielleicht bin ich nächstes Jahr gegen Abstieg, weil realistischerweise ist ja der Aufstieg eher unwahrscheinlich, muss ich jetzt mal so unter uns sagen. So, und es ist ja keine Garantie, dass du halt Kiel zum Beispiel, ne? Letztes Jahr Top 3, waren die in Relegation Kiel? Ich meine ja, das Jahr davor waren sie... Relegation ist so viel. So, wer war... So, und jetzt kann immer nach unten hinten. Waren sie Vierter, glaube ich, und darauf, das Jahr davor, das Jahr waren sie auch in der Relegation. Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Dann verlierst du 2, 3 Spieler. Becker geht ja, vielleicht geht Chiré auch, so wie er sich ja äußert. Dann spielst du vielleicht plötzlich dann wieder da unten hin. Dann ist es eine ganz andere Stimmung. Und deswegen sollte man auch wiederum, sage ich ja immer, dankbar sein für jedes Zweitliga-Jahr und gerade für diese Saison, also für das Jahr 2021 besonders, weil es war das beste Jahr, was wir je hatten. Und vielleicht war das auch der Höhepunkt für die nächsten 100 Jahre, ich weiß es nicht. Nee, der kommt ja noch, habe ich ja gesagt. Der kommt ja noch. Pokalfinale. Pokalfinale. Pokalsieger. Schnack die Wurst, wir fahren zum Pokalfinale. Genau, so fahren wir erstmal nach Berlin. Also. Alles spannend, 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 muss ich sagen. Wir fahren sogar zweimal nach Berlin. Ja, und zweimal nach Berlin. Du bist super Optimist. Nee, das ist super. Bin ich gespannt drauf, freue ich mich drauf. Derweil sind wir hier in der 83. Minute, Spielminute, und immer noch versucht Fortuna Köln das 2:0 zu machen über Konter. Wuppertal spielt sehr offensiv, sehr mutig, aber sie kommen einfach nicht zu Chancen. Und Fortuna schafft es im Gegenzug aber auch nicht, irgendwo einen Konter mal zu Ende zu fahren. Und jetzt ist es ein wildes Kick and Rush hin und her. Und ich sitze jetzt hier, liebe Leute, und das ist Fußballromantik. Nichts gegen den FC St. Pauli, aber als ich 15 Jahre alt war, war ich bei Fortuna Köln. Und ich fieber hier jetzt gerade richtig mit, dass die jetzt nicht noch sich ein 1-1 ins Nest legen. Und das ist das Schöne am Fußball, finde ich. Ne, Fußball ist eben nicht ein Trikot von Messi zu tragen oder zu sagen, dass Fußball ist wirklich mit seinen Leuten dann zu bibbern, mitzufiebern, Erinnerungen, Wünsche zu haben, und das ist Fußball und nicht irgendwie sowas Erfolg oder sonst was. Das sind deine Wünsche, die du hast, und das ist toll am Fußball. Toller Sport. Übrigens, by the way, solltet ihr mal in Köln sein, geht in das Südstadion. Das ist eines der wenigsten Stadion, das kommt aus dem Jahr 77 oder ist, glaube ich, eingeweiht worden, fast noch vollkommener Originalzustand. Ich glaube, die können das inzwischen fast unter Denkmalschutz setzen. Das ist ein Stadion, das wäre eigentlich, hätte abgerissen werden müssen. Ne? Leider oder. Aber oder, dafür war das Geld nicht da. Dafür war das Geld nicht da, und in Köln ist ja eh alles so ein bisschen schwierig mit Bauten und so weiter. Und du darfst in Köln. Und du bist ja Kölner, deswegen musst du mir jetzt gleich Bescheid geben, ob ich sozusagen den Bogen überspanne. Aber du darfst. Greif kölnisch an. Ich wollte es gar nicht böse sagen. Du darfst als Kölner natürlich an deine Bausubstanz auch keine so großen Ansprüche haben wie jetzt, sagen wir mal, die Münchner. Na, die
Köln ist, ist eine alte Stadt, das ist mit, nach Trier so mit die älteste Stadt in Deutschland und überall, wo du rumbuddelst, hast du halt alte Sachen und dann lässt man eben auch alte Sachen einfach mal stehen und das Südstadion auf seine Art und Weise ist eben auch alt. Haben zwar nicht die Römer gebaut, aber aber steht bestimmt auf einer römischen Ruine. Ist ja, quasi eher auf so ein die Feld, Weiterentwicklung. Eher so ein Feld, wo vielleicht früher mal irgendwelche christlichen Märtyrer hingerichtet worden sind. Also es hat wirklich schon was, geht da vorbei. Super Vereinsheim, erdige, nette Leute. Und wird ja eine unserer nächsten Auswärtsfahrten, haben wir uns ja drauf. Ja, genau. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's ab. Jetzt Rudelbildung. Geht's ab. Rudelbildung. In der 85. Minute. Die Fortuna macht seit 5 Minuten Zeitspiel an der Eckfahne vom Wuppertaler SV und jetzt reicht's den Wuppertalern und sie suchen jetzt die persönliche Ansprache mit den Fortuna-Spielern. Ach, ist das schön. Und der Schiedsrichter zieht auch hier von hinten. Zieht doch hier von hinten uns der kalte Hauch des Tiefs aus Island. Zieht uns hinten Island, um den Nacken. Das ist der Putinsturm. Der Februar. Der Februar, der ist noch kalt, Freunde der Sonne. Und so, jetzt aber hier. Wir werden euch. 85 Minuten haben wir inzwischen. 86. Minute und ihr werdet das Spiel mit uns zusammen zu Ende erleben. Oh, und wieder ganz clever rausgeholt: eine Ecke für Fortuna Köln. Und die Wuppertaler sind verzweifelt. Wie haben eigentlich die anderen gespielt? Wer? Da haben die alle gewonnen, die gewinnen, ja, die wo das, wir das dachten, haben wir mitbekommen. Dass sie gewinnen. Wir haben Auer hat verloren und Rostock hat auch verloren. Deswegen ist Werder Bremen Spitzenreiter. Genau, Bremen, Kiel, Auer. Oh, 3-2, wie bitter. Ja. 1-2 und ja. Ja. Wir gucken uns die Tabelle an, die Tabelle am Freitag. Bremen heißt Bremen mit 41 Punkten. Erster. Darmstadt 39 Punkte. Zweiter. Dritter immer noch. Der FC St. Pauli mit 38. Unglaublich. Der HSV mit 37. Dann Schalke 37. Heidenheim 37. Also bis Platz 6, du hast vollkommen recht. Die 6. Nürnberg schon so ein bisschen abgeschlagen mit 33. Und der Paderborn 31. Regensburg 31. Quasi die graue Maus der zweiten Liga. Inzwischen punktgleich übrigens mit Kiel, die jetzt ja, Zehnter sind. Ja, da siehst du, wie das geht. Und Kiel hat am Anfang der Saison richtig abgelost. Aber unter Wert eigentlich. Und immer 3-0 verloren, was ich immer so lustig fand. Ich war ja auch einmal da im Sommer. Ja. 3-0. Und von daher, ja, also wie gesagt, oh, 88. Spielminute, Owusu. Oh, wir haben nämlich auch einen Owusu, nicht nur Auer hat einen Owusu, wir haben auch einen Owusu. Geiler Spieler. Ich bin kein Sportkommentator, wie ihr das merkt gerade. Ich mache immer nur, Ja, war im Ball auch keiner. Und es ist auch nur ein Kick and Rush, was wir hier sehen. Ball nach vorne und hin und her, Das ist jetzt keine große Spielkultur. Es ist eher so wie Zweitliga-Fußball vor 5 Jahren oder so. Ne? Apropos Kick and Rush, das ist jetzt irgendwie ein bisschen fiese. Aber wer auch heute Geburtstag hat, ist übrigens Matt Penny. Ja, der ist ja ganz 24 ist er geworden. Ja, aber Matt Penny ist doch auf der Ersatzbank in der dritten Liga jetzt. Ja. In England. Unser der arme Mensch. Aber man muss sagen, mit der Einstellung von Matt Penny hätten wir dieses Derby nicht verloren. Jetzt sind wir doch wieder beim Derby. Ja, naja, wir pendeln immer hin und her. Und Matt Penny ist Derby-Held. So. Ja. Und wird auch immer bleiben. So, wird auch immer bleiben. Und von daher, also Matt, wenn die anderen nicht mehr lieb haben, komm mal hier nach Hamburg. Bei uns hast du immer hier einen Platz frei. Ja, der war mir auch so echt sympathisch, weil er ist ja auch eher so ein Schulle-Typ, ne? Der echt einen guten Tag braucht und der jetzt nicht über sein Talent kommt, sondern über Attitude. Ich glaube, deswegen hat Luka ihn dann auch geholt. Ne? Es gab keinen anderen, aber dann war es auch derjenige, der so ein bisschen diese Werte dann auch verkörpert hat. Ja. Und ja, also. Deine Aufstellung für Jan, wenn du aufstellen dürftest, Innenverteidigung? Ach, ich bin nicht der Trainer. Der Schulle macht das schon gut, der wird das machen. Ja, natürlich, das macht er super. Ich habe gar keinen Einblick darauf. Das ist anmaßen. Ich habe doch gar keine Ahnung. Na, das stimmt. Also von daher, die Frage wäre eher, wird er jetzt mal Smeet eine Pause geben? Wird er mal Benatelli eine Chance wieder geben von Anfang an? Das wäre mal spannend zu sehen. Buchtmann ist fit. Kommt Aremu wieder? Ich würde sagen, beide fangen an, Aremu und Djiré. Ja. So nach dem Motto, ich will
das wieder so haben wie im November letzten Jahres. Das wäre schön, ne? Also wird man sehen, aber ist mir eigentlich auch Wurst egal, wie sage ich mal so, dann lieber einen dreckigen Sieg mit einem geschenkten Elfmeter in der 93. Minute. Also es wäre klasse, wenn wir das Ding gewinnen würden. Ne? Das fände ich auch gut. Genauso wie es klasse wäre, wenn Fortuna das Ding gewinnen würde. Wir sind in der 90. Minute. Fortuna gegen Wuppertal führt aber immer noch 1-0. Aber ich glaube, es gibt 10 Minuten Nachspiel und der Kölner Keller, jetzt weiß ich auch, da, wahrscheinlich ist der Kölner Keller in Hit, guck mal da, Hit. Ja, da ist der Kölner Keller. Da unten ist der Keller. Das ist der Keller. Da sitzen die Kölner im Keller. Und gehen zum Lachen im Keller. Und deswegen funktioniert das ja auch nie, weil die immer so hier bei Fortuna sind und immer hier ganz begeistert sich das Spiel anschauen. Und dann werden sie immer rausgeklingelt. Was ist das für ein Zeichen, was der Schiedsrichter da macht? Irgendwas macht er da? Der hat gesagt, er will nach dem Spiel eine Bockwurst haben. Mit 5 Bockwurst, wenn ich das richtig deute. Ah, Freistoß Fortuna, wie geil. Aber Fortuna, 90. Aber Minute. Hier sagt der Fortuna ist eine Spitzenmannschaft. Die haben so viele Spiele mit 1-0 gewonnen. Und das musste man hinkriegen. Das Hauptproblem bei St. Pauli gerade ist, wir kriegen zu viele Tore rein. Gott, wir spielen ja, die schlecht in Wuppertal. Geil. Wir können ja nicht mehr zu Null spielen. Das ist das Riesenproblem. Wann haben wir das letzte Mal zu Null gespielt? Das war gegen Schalke, ne? Und nee, Schalke haben auch zwei, da haben wir ein Tor bekommen. Aber wir kriegen einfach zu viele Tore und wenn du halt ein, zwei Gegentore hast, dann ist es halt schwierig zu gewinnen. Wir spielen quasi wie Werder Bremen, das hatten wir auch schon ein paar Mal, Werder Bremen unter Rehagel. Vorne mehr reinschießen als. Ja, solange das klappt, ist ja auch gut. Ich glaube, das Problem, was wir gerade haben, ist wirklich im Abwehrverhalten der Mannschaft. Und wir holen ja immer oft ein 1-0. Ne? Dann stehen wir da, aber dann können wir das überhaupt nicht halten. Und dann bricht es irgendwann die Ordnung zusammen und dann kriegst du das 1-1. Und dann ist es dann auch schwierig, dann nochmal Druck aufzubauen. Da ist schon wieder. Fortuna ist jetzt aber auch jetzt ein bisschen... Jetzt gibt es einen Wechsel. Der ist platt. Der junge Mann ist platt mit der 21. Das ist aber nicht, das ist ja schon der 5., der da liegt, ne? Eieieiei. Na, das gucken die sich von den Großen ab. Ja, ja. Hinlegen. Aua. Los, raus mein mit Klöcke. Dir. Die sehen auch ein bisschen so aus wie Süle, ne? Die sehen alle so kräftig aus. Ja, die sind auch kräftig. Die gehen auch alle ins... Die essen auch alle so Shakes, so grüne Shakes. Das sollte man auch mal machen. Oder eine ganze Mahlzeit. Ich interessiere mich gerade wieder so für Autos. Und dann habe ich mal so Auto-Podcaster so angeschaut. Und da haben die Leute, die sahen dann alle so aus wie du, haben sich dann so ganz enge Sportlimousinen gequetscht. Und dann haben sie immer gesagt, und das hier ist mein Shake von irgendeiner Firma, die sie promotet haben. Und es war mal ganz lustig. Dann haben wir geguckt, wie sie diesen halben Liter Plastikflasche irgendwo in eine Autoablage reinkriegen. Und da man auch gedacht hat, was ist das? Und dann haben sie ganz stolz gesagt, ja, wenn du morgens mal wieder Stress hast, und dann ist das wie ein Frühstück. Ne? Trinkst du das, den halben Liter von den Proteinen, ist wie ein Frühstück. Da habe ich mir auch so gedacht, ist das gesund? Eher nicht. Und das machen die aber. Das Problem mit den Proteinen ist einfach, es ist kein Problem, solange du im Training bist, in dem Moment, wo du mit dem Training aufhörst. Ne? Mhm. Dann wird das Problem. Ich kann mich noch daran erinnern, und Freund Oliver und mein Freund Düse und ich, wir waren ja in den 90er Jahren mal pumpen und ich hatte ja immer nicht das Problem, ich hatte nie das Problem mit Muskelmasse. Ich hatte eher das Problem damit, dass meine Muskeln eher so gemasert sind. Also, dass pass auf, Leute, hört das, schreibt das auf. Der Podcast sollte heißen gemaserte Muskeln. Gemaserte Muskeln. Was sind denn gemaserte Muskeln? Von Fettsträngen durchzogene Muskeln. Das, was man beim Schwein so liebt, im Schinken, dieses gemaserte, fettgemaserte Fleisch, ist reines Muskelfleisch, wo ja aber lecker ein wenig Schwart durchzieht. Aber so als Filet will man das nicht haben. Ne? Das ist so ein bisschen zäh zum Beißen. Ne? Also gutes Filet hat auch eine gute Maserung, aber sozusagen, aber die... Du bist eher so das Kotelett. Ich bin eher du bist nicht so... Du bist nicht das Filet, du bist das Kotelett. Ich bin eher der Schinken, ich bin so der Arsch. Der Schinken, der Arsch. Der Arschmuskel, der große Arschmuskel. Der Podcast kommt jetzt bald zu Ende, das geht zum Höhepunkt. Es ist die 94. Minute. Fortuna Köln immer noch 1-0 und macht das eigentlich gleich spielen clever. Auch immer noch. Eigentlich müssen die auch 10 Minuten nachspielen, aber... Gemasert. Erik hat gemasert. Ich hatte noch nie Probleme mit Muskelaufbau, sagen wir mal so. Ich hatte eher das Problem, ich hatte eher sozusagen, das waren nicht nur Muskeln, sondern war auch ein bisschen Wohlstandsbubu dabei. Und aber meine Freunde Oliver und Düse, die haben vor allem Düse, die haben richtig trainiert und damit die auch so richtig diesen Pump-Effekt hatten, ne? Wo sich deine Muskeln so richtig so nach dem Training, dein ganzer Oberkörper
so, ja, irgendwie so Hulk-mäßig aufbläht. Mhm. Das Problem hatte ich nie. Habe ich heute noch, wenn ich viel gesegelt bin und viel mit dem Oberkörper gemacht habe, Einhand vor allem, dann habe ich auch habe ich das Gefühl, also ein He-Man-Gefühl. Im Sommer in Strande bist du hier der Hulk-Man. He-Man, genau. He-Man. Ah, bei der Macht von Grayskull. Auf jeden Fall hat Manfred Düse, moin, ich weiß nicht, ob er uns hört, aber Manfred Düse hat sehr, sehr viele Proteine zu sich genommen, wie zum Beispiel rohe Eier. Mm. Und auch diese, dann haben sie sich auch diese komischen Shakes da gemacht, von denen du erzählt hast. Deswegen komme ich noch drauf. Oh, Owusu! Owusu in der 96. Minute allein aufs Tor. Er gibt legt ab quer. Und schießt. Schießt nach zur Seite. Noch mal quer. Na, das gibt doch jetzt wieder nichts. Und nein, er legt nein, quer und er schießt sich an. Das gibt mal wieder nichts. Abpfiff, Leute, bitte. Oh, jetzt kommt noch mal Wolfenbüttel hier. Was für ein Kampf. Jetzt wird schon nochmal gepfiffen. Wuppertal kriegt nochmal den Ball. Letzte Chance für Wuppertal. Abseits oder was? Ja, was weiß ich, was das war. Ich kann euch sagen, diese Spannung in der Regionalliga Fußball. Das ist knistert. Oh, selbst ohne Druck. Das wäre es gewesen, durchgesteckt. Aber durchgesteckt, ne? Der Spieler aus Wuppertal hat nicht gemerkt, dass ihm der Ball durchgesteckt wurde und ist Kaffee trinken gegangen. Ja. Also, 96. Minute. Also im Grunde ist das wie St. Pauli früher hier, ne? Das ist echt wie früher. Das ist hier Kick and Rush. Lange Rede, kurzer Sinn. Manfred Düse hat viel Proteine genommen und war immer dünn und konnte essen, was er wollte, aber nachdem er gepumpt hat und viel Sport gemacht hat und viel Proteine genommen hat, konnte er das nämlich nicht mehr. In dem Moment, wo er aufgehört hat, das war's. Ist das geil. Abpfiff. 1-0 Fortuna, so, 97 Minuten gespielt. Da ist Wuppertal raus aus dem Titelrennen und jetzt gibt es demnächst das Spiel gegen Münster und dann kommt Essen. Eieiei, Leute, ich glaube, ich fahre nach Köln. Ich quartiere mich in der Südstadt ein. Das ist ja spannend. Ich hole noch einen Proteinshake und dann Der Trainer von den Wuppertalern hier, die Birne da, der ist sauer. Mit diesem Bierrad. Der ist sauer. Bierbike. Wir holen uns ein Bierbike. Du fährst, kriegst Proteine und fährst mit dem Fahrrad, strampelst mit dem Fahrrad und wir trinken Bier. Ja, nix da. Ich schenke das Bier aus. Nix da. Aber so siehst du, guck mal hier, die Ränge sind recht voll, finde ich. Ne? Wir haben Reclaim gegen gerade. Waren echt viele Leute heute da. Da waren bestimmt 1.500 Zuschauer. Ah, da fahren wir hin, ne? Ins Südstadion, nach Fortuna. Fortuna zum Marti. Ja. Also ich nehme mir kein Protein mehr, ich nehme mir nur noch Bier. Oder? Ja. Biere. Ja. So, aber ich glaub, Markus hat gesagt, ich soll nicht immer sagen, dass ich Bier trinke. Nein, du trinkst ja auch kein Bier, das sind Proteine, die du da trinkst. Gut gelaunt. Ja. Würde sein, damit kommen wir auch so ein Podcast langsam zum Ende und hoffen, ihr habt ein wenig Spaß mit uns gehabt. Fuck Katar, fuck Profifußball. Ja, und so weiter. Und hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, werdet ihr haben und dass ihr mit uns morgen Abend 3 Punkte feiern dürft. Und einen schönen Sonntag dann habt. Du bist in Sonderburg, ne? Oder kommst du vorher noch nach Hause? Ich bin nach Aalborg. In Aalborg? Nee, in Aarhus bist du. Entschuldigung, Aarhus. Aarhus. Du hast mir erzählt, dass Aarhus so wie Altona ist. Ja. Bin mal gespannt. Aarhus ist toll. Ich bin ein ganz großer Fan von Aarhus. Das ist so, die haben auch eine ganz kleine Hafencity. Also so hier. Aarhus, Top-Verein, haben wir gesehen. Wir waren ja Odense, Aarhus, ne? Ja, da waren wir. Odense gegen Linz. Die Mannschaften, die sind uns beide jetzt in der Abstiegsrunde, ne? Ja, da wo wir sind, ist der echte Fußball zu Hause und er kämpft um die Existenz. Deswegen, also in Aarhus waren wir noch nicht, vielleicht sollten wir da mal das nächste hin. Nach Köln aber. Ja, dann fahren wir den Odense-Schal an, dann gehen wir nach Aarhus, ne? Das ist keine gute Idee, ne? Nee, darf man den Odense-Schal in Köln tragen oder gucken die komisch? Und wir denken, das ist der HSV. Ja, die gucken so blau, die mögen kein Blau. Ah, okay. Also, aber Blau hat doch in rot, Köln rot. Keiner, ne? Die haben doch alle rot, oder? Weil das sind doch die Farben der Stadt. Ja, rot-weiß. Rot-weiß kannst du zum FC gehen. Aber rot-weiß-schwarz von Altona solltest du überhaupt nicht hingehen. Weil das ist Viktoria. Das ist so Viktoria. Ja. Das wäre eine ganz schlechte Idee, im Südstadion einen rot-weiß-schwarzen Schal zu tragen. Das wäre keine gute Idee. Ja, okay. Ja. Dann nehme ich doch den rot-weiß-braunen Schal. Aber jetzt guck mal hier, Fortuna Köln, Wuppertal SV 1-0. Bundesliga 1974 oder 73, da waren die, glaube ich, beide in der Bundesliga.
Da war das ein Spitzenspiel. Das war mein Bundesligaspiel. Fortuna Köln-Wuppertaler SV. 73, 74, Leute. Times, they are changing. Da hat dann Carsten Pröpper gespielt bei Wuppertal. Ist das der Großvater von... Meister Pröpper. Der war, glaube ich, Torschützenkönig sogar. Ohne Krass. Witz. Ja, ich weiß sowas nicht. Du bist der das war, Almanach. Der war irgendwie, glaube ich, eine Saison... Ich weiß nicht, aber der war ziemlich nah an Gerd Müller. Er war kein Torschützenkönig, aber er hat direkt hinter Gerd Müller kam... Pröpper. Ich weiß gar nicht, wie der Vorname ist. Pröpper. Ja, Wuppertal-Stadion am Zoo. Und sein Enkel gewesen. Carsten hat dann für den FC St. Pauli gespielt. Genau, der hat, siehst du, alle Wege führen nach St. Pauli. Das alle finde ich auch mal so schön. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Und in der St. Pauli-Perspektive, ja. Jetzt geht es aber los im Sport total. Die machen es wie bei Sky. Es werden die Highlights der Regionalliga gezeigt aus der letzten Woche. Mit Spielen wie Homberg gegen Schalke 04. das sind die Highlights. Elva, oder? Ja, banal, ne? Fast ein Elva. Ja, die Wuppertal hat sehr stark gestürmt. Die haben gut also gespielt. Ihr dürft abschalten. Das ist so wie beim Löwenzahn. Jetzt, hier kommt nichts mehr. Beim Löwenzahn, da kommt nichts mehr. Hier kommt nichts mehr. Ihr könnt früher, abschalten. Früher gab es immer so ein Testbild. So. Ja, erst kam die Hymne noch. Ja, gibt es eine Hymne aus Altona? Harmonia gibt es, aber wir sind ja keine Hamburger. Wir sind ja keine Hamburger, wir sind ja eher Altonacken. Was sind denn der Altona? UA Altona. Ja, oder wir singen jetzt hier das Herz, das Herz von St. Pauli. Ja, die hat richtige Chancen hier. Der hat es ja lichterloh gebrannt. Ja, der Torwart auch irgendwie komisch. Also gut gehalten erst und dann auch irrelichtert durch den eigenen 5-Meter-Raum. Ja, ja. Aber und da faulen sich die Jungs aus Köln gegenseitig. Das ist also ein wunderschönes Spiel gewesen, das wir uns da angeguckt haben. Und das ist doch das Tor. Ja, das ist doch ein tolles Tor. Das ist schön gemacht, ne? Ja. Ich glaube, so Bataillo war das hier so. Die haben so einen geilen Namen, Fiete Bataillo oder so. So richtig geile Typen. Sehr schön, da freue ich mich drauf, wenn wir da hinfahren. Ja, Capelli. Sport. Also wir fahren nicht zum Jahn. Vielleicht kommen wir da ja irgendwann nochmal hin. Wenn der Jahn in der Liga bleibt und wir auch, vielleicht fahren wir ja nächste Saison. Ja, aber egal, noch sind wir im Aufstiegsrennen und wir werden so lange im Aufstiegsrennen bleiben, solange es geht. Und vielleicht inzwischen, ich habe immer gesagt, ich will nicht Dritter werden, ich möchte keine Relegation spielen. Inzwischen sage ich mir, ich nehme auch Platz 3. Ja, okay, das ist ein schöner Schluss. Ja, wir nehmen auch Platz 3. Ja. Also Freunde der Sonne, dafür müssen wir aber gewinnen gegen Regensburg. Alles klar, tschüss. Bis später, tschüss. Tschüss. St. Pauli Pop.